Herzlich willkommen zum nächsten Teil unseres Let's Plays von dem Abenteuer aus der Avatar-Einstiegsbox unter purpurner Flagge. Und nachdem es beim letzten Mal sich ja dramatisch zuspitzte und unser Anführer, der Pfeiler, geschafft hat, in eine zweite Crew innerhalb eines Tages einzubringen, auch wenn das vielleicht nicht ganz der Plan war, werden wir heute sehen, wie das Ganze weitergeht. Ihr habt ja einiges jetzt herausgefunden, aber die Frage ist, was macht ihr jetzt draus? Du bist auf dem Schiff gerade noch, bist in der untersten Kategorie gelandet, bei der Crew des der heulenden Inferno, müsste es gewesen sein. Ich komme ständig mit diesen Schiffen durcheinander, ich muss mich hier konzentrieren. Von Kommandantin Ninka. Du bist in den Dschungel auf der kleinen Insel geflohen. Genau. Mit deiner Verkleidung, mal sehen, wie gut das gehalten hat. Und du bist mitgeflohen. Du hast sie verfolgt. Genau. Und das ist die Ausgangssituation gewesen, also mal wieder aufgeteilt. Und bald steht es auch an, dass die Crews auslaufen wollen. Der Countdown tickt also. Was wollt ihr tun? Also wir haben einen Plan, ne? Er hat wie viele Punkte? 4, ne? Der Plan hat 4 Punkte. Sehr gut. Ja, nämlich? Tea spreaden. Also sagen, dass halt Ninka diese Dinge hat. Ja. Dann Fragezeichen. Dann das Resultat ist Chaos. Und Schritt 4 ist Profit. Sehr gut. Also, dann sag mir mal, wie genau das jetzt abläuft. Wer macht was? Also ich würde zu Captain Dugger gehen und ihm Bescheid sagen, dass wir eine Situation vor Ninkas Schiff mitbekommen haben und da jemand Karten übergeben hat. Ah ja, okay. Du zirkelst also zurück. Also nur die Karten willst du erwähnen, oder? Weil es sind ja zwei Sachen bei Kommandantin Ninka gelandet. Das Hauptbuch, das irgendwer möglicherweise entwendet hat, indem er ein Fenster aufgeschmolzen hat. Stimmt, Karten und ein Buch. Was ich gesehen habe, was man so als Vorbeiläufer hätte sehen können. Genau. Und weil wir die Karten ja geklaut haben, sind mir die besonders aufgefallen, als schon nach dem aussah, was wir damals was wir schon mal gesehen haben. Und das Buch, das, weißt du was, erwähne ich nicht, weil das kenne ich nicht. Und in dem Moment, wo so viel Hektik ist, sieht man eher das, was man mitbekommt. Also was man schon kennt. Du zirkelst also zurück wieder in die Piratensiedlung hinein und begibst dich zu dem kleineren Schiff, das neben dem großen, prunkvollen Schiff der flammenden Flut vor Anker liegt, auf dem sich Kapitän Dugger in der Regel aufhält, wo du auch dann problemlos vorgelassen wirst. Er befindet sich gerade in einem vertieften Gespräch mit zwei Mitgliedern seiner Besatzung, als du auf das Schiff kommst. Während du dahin kommst, du bleibst erstmal im Dschungel? Oder ja, hast du ich was glaube, ich würde noch mal ganz kurz versuchen, dass ein bisschen Ruhe einkehrt. Okay. Und ja, allerdings muss irgendwer von uns ja noch mit Tang Fei reden, aber ich würde erstmal kurz hoffen, dass ich weiß überhaupt nicht mehr, wie hatte ich mich denn verkleidet? Mit so einem Hut, weiß ich noch. Ja, du hattest das war der, den du hattest, Hut, ne? Du hattest den von ihm den Hut bekommen, ja. Ja, den würde ich dann auf jeden Fall erstmal, ich weiß gar nicht, gut verstecken, verbrennen. Nee, Und es dürfte aufgefallen sein, dass du Wasserbändigerin bist. Davon gibt es ja viele. Ein paar zumindest, ja. Ich schmeiße den Hut ins Meer in der Hoffnung, dass sie denken, ich wäre ersoffen. Als Wasserbändigerin. Ja, ja. Wahrscheinlich. Und du bist ja noch auf dem Schiff. Wobei, nee, das ist doof, ich mache das vielleicht nicht, weil dann schwimmt er an der Stelle, wo ich war. Du entsorgst ihn im Dschungel. Ja, ich verbuddle ihn. Du hängst ihn an irgendwas im Dschungel. Du lässt ihn da irgendwo im Dickicht verschwinden. Und du bist ja noch auf dem Schiff. Auf dem in dem Schiff. Moment. Ja, ich glaube, mir bleibt nichts viel anderes übrig, als erstmal da zu bleiben, sonst ist es ein bisschen... Okay, du hältst dich also weiter auf dem Schiff von Kommandantin Ninka auf, wartest mal kurz ab, was passiert. Du bist, wie gesagt, bei Kapitän Dugger eingetroffen, der sich im Gespräch mit zwei seiner Crewmitglieder befindet. Star war auch dabei? Nee, die beiden kennst du nicht, er steht da allein. Und du machst dich bemerkbar, er wendet sich dir zu und so. Ah, du bist also wieder hier. Du... Was ist denn? Ich war ein bisschen mit... Wie ist die heißt? Den Leiterkunden, ne? Und auf dem Rückweg sind wir an Ninkas Schiff vorbeigegangen. Wir wollten uns auch einfach mal die ganzen Schiffe angucken. Und sind ja echt beeindruckende Schiffe, die hier überall rumschwimmen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass da so eine... Wie nennt man das am besten? Unruhe war. Ja. Und ich habe da eine seltsame Gestalt gesehen, die Karten... Mit Karten versucht es wegzurennen. Ja. Ich habe sie... Nein, warte, habe ich gar nicht. Irgendwer hat sie dann überrumpelt und die Karten entrissen. Die Karten sahen irgendwie schon sehr nach denen aus, die wir damals geklaut haben. Und an Captain Ninka übergeben. Jemand hat versucht... Jemand wollte die Karten
von Kommandantin Ninkas Schiff holen, die ich eigentlich haben müsste? Wirkte so, ja. Es hat mich sehr verwirrt, weil es sah nach den Karten aus, die ich kenne, aber vielleicht sind es auch einfach nur andere Karten, aber ich dachte, ich sag lieber mal Bescheid, bevor... Geh auf der Flamme entfernen und check meine Kajüte. Ist dir da bei sonst noch irgendwas aufgefallen? Hm. Was ist eigentlich der Rest von deiner Gruppe? Buch war vielleicht noch dabei, ich bin mir nicht sicher. Die Karten sind mir auf jeden Fall nur aufgefallen, weil die kenne ich. Mach mir mal bitte... Ich möchte mal gerne, dass du mich austricksen möchtest. Kreativität ist doch deine Stärke, oder? Ja, total. Warte, ich muss ganz kurz... okay. Wo ist das? Austricksen. Genau, austricksen. Mit Kreativität. 8. Das ist 8 plus? 0. Ja, wenn wir nichts abziehen. Oh, das sind 2 Nuller-Werte. Wo hast du denn deine Werte gelassen? Eine 8 ist ein Erfolg. Das heißt, du kannst einen der Punkte wählen. Ich nehme das Klassische. Die Person fällt voll drauf rein und bleibt noch eine Weile getäuscht. Ein Buch. Okay, zusammen mit den Karten. Mhm. Okay, wir werden sehen. Während du da noch stehst, kommt schon jemand wieder zurückgeeilt. Captain, das war... Irgendjemand hat die Kabine auf links gedreht, beziehungsweise das eine Fenster war geschmolzen. Groß genug, dass eine Person durchgepasst hat. Und ansonsten war... Aber nicht direkt, was hattest du den Tisch kaputt gemacht? Nee, du hattest ihn nur hochgehoben, rausgenommen und wieder hingestellt, ne? Ja, und nee, das Bein habe ich nicht mitgenommen, weil das war nicht wasserdicht. Genau. Das heißt, das habe ich wieder angestellt auch. Aber und das hättest du nicht so einfach vom Tisch raus abreißen können. Ach, stimmt. Und Captain, es sah aus, als wäre irgendjemand durch die Haupt- und Grundbücher gegangen. Wir verwenden ja die Übersetzung von Letter. Ich hoffe, es passt ungefähr. Wir haben vorhin hier gesessen und geguckt. Laut meiner Ausbildung ist das... Genau, es müsste richtig sein. Buch passt. Das Buchführung und so. Und der, ne, während er so zuhört, hat sein Gesicht ein bisschen eher so, was? Jemand ist in meine Kabine eingedrungen? Ich hab nicht nur die Karten. Upsi. Wie haben sie die Karten überhaupt gefunden? Fuck. Er guckt dich so kurz an. Ah nein, das ist unmöglich. Okay. Das geht langsam wirklich zu weit. Es wird... Also Zeit, das Gespräch zu suchen. Mir ist noch eine Sache gerade eingefallen. Ja. So, die Person, die weggelaufen ist, ja, sah sehr runtergekommen aus. Die einzigen Leute, die ich runtergekommen rumlaufen gesehen haben, sind die der abtrünnigen Phönix. Vielleicht haben die irgendwie mitbekommen, dass die Karten hier waren. Und dann... Keine Ahnung. Also jemand hat versucht... Ich habe absolut keine Ahnung, was da hätte... Also wie die Karten bei Maninka gelandet sind und wie dann jemand da die hätte klauen wollen... Ich bin ehrlich gesagt, es ist irgendwas stimmt hier nicht, aber wir gehen das klären. Und Kapitän Duga dreht sich so ein Stück zur Seite, winkt Groß Dava ran, die ein bisschen entfernt auf dem Schiff zu sehen ist. Hey, Dava, trommeln die Leute zusammen. Wir müssen was klären gehen. Und Gustava trommelt die Besatzung zusammen und der so, du kommst auch mit. Wo sind deine beiden Kumpanen? Ihr seid ja Teil. Ich kann jetzt jeden Mann gebrauchen, auch euch drei. Ich müsste einmal suchen gehen. Wir haben uns entschieden, ein bisschen getrennt die Insel zu erforschen. Okay, aber beeil dich. Ja, ich beeil mich. Wir treffen uns gleich bei Schiff und Kommandantin Linka. Haben wir irgendwie einen Ruf, mit dem wir... Habe nicht aufgemacht. Ich schreie wie eine Eule und dann kommt der tagsüber in dieser Piratensiedlung so. Ich glaube, da kommen wir bestimmt auch, aber halt auch ganz viele andere Leute, die sich wundern, welcher Kauz mit den Geräuschen macht. Komischer Kauz im wahrsten Sinne des Wortes. Es sind Tropeninseln, Tukan. Tukan-Geräusch, okay, wie klingt ein Tukan? Ja, gute Frage. Nee, wie machst du ein Tukan? Ich weiß, wie Tropenfrutti schmeckt. Nee, wie war's? Jetzt? War es doch ein Tukan auf der Packung, oder nicht? Gewesen ja, zumindest ich mal. Dran. Ich bin alt. Ist es dann ein Tukan-Flughörnchen? Ein Tukan-Flughörnchen? Ja, weil wir in der Welt von Avatar sind. Das stimmt. Ja, und wir wollen ja nicht zu viel unbezahlte Werbung machen. Das ist richtig. Wir haben ja nicht Haribo gesagt. Jetzt schon. Okay, also, die Prozession, also ne, die Crew der Flammenden Flut sammelt sich. Offenbar steht zumindest ein klärendes Gespräch an. Jetzt ist die Frage, du hast jetzt dich nochmal absetzen können, weil du ja die anderen beiden suchen gehst und ihr habt noch irgendwie kurz Moment Zeit. Du bist sicherlich aus dem Dschungel vielleicht so ein Stück zurückgekommen. Das heißt,
wenn du dich Richtung Dschungel bewegst, könntest du sie sicherlich zügig finden. Die Frage ist, was wollt ihr jetzt noch machen? Wir können ja mal das Konzept der Uhr an der Stelle so ein bisschen einbringen. Auch ohne, dass ich jetzt großartig weiße Zettel vorbereitet hätte. Ich bin da brillant vorbereitet. Gib dir einen. Also, oh ja, das ist eine gute Idee. Dann kann ich euch das besser zeigen. So, und... Du kannst die Rückseite nehmen. Ein bisschen hübscher, sehen wir das nicht. Die Rückseite ist hübscher, das stimmt. Ich gebe euch den Zettel gleich ein bisschen hin. Wunderschöner Kreis. Und wir machen das einfach mal so. Na, das ist das Konzept der Uhr. Das ist tatsächlich offiziell drin, stammt auch zum Beispiel aus Blades in the Dark. Das ist quasi eine Art Timer, aber ein bisschen abstrakter, sodass ihr als Spieler eine Vorstellung ein bisschen davon habt, was ihr noch machen könnt. Bei irgendwelchen nennenswerten Dingen, die ihr tut, die auch ein wenig Zeit kosten könnten, kann ich die fortschreiten lassen. Vielleicht auch je nachdem, was ihr tut, mehr als eins. Und wenn die voll ist, wird der Moment gekommen sein, in dem es zu einem Ereignis kommt. In dem Fall dazu, dass die mögliche Konfrontation zwischen Luga und Kommandant Ninka ihren Verlauf nimmt. So dass ihr eine ungefähre Vorstellung jetzt habt von der Zeit, auch wenn wir hier im Spiel natürlich das anders verwerten. Sollten wir jetzt irgendwie noch Tanks... Sind wir jetzt gerade wieder zusammen? Wir also, müssen uns wenn getroffen haben jetzt, oder? Du dich Richtung Dschungel begeben hast, wirst du sie gesehen haben, rangewunken. Wir müssen jetzt irgendwie noch Tang Fei benachrichtigen, dass Duga die Karten hatte und die jetzt irgendwie bei Ninka sind. Zu dem Schiff könntet ihr euch sicherlich ein wenig durchschlagen mit einem gewissen Umweg. Irgendwie so ein, wie nennt man das, anonymen Brief oder so, zukommen lassen. Was sind denn deine Hintergründe gewesen? Rebellisch und vorlaut, okay. Aber Karl, ich muss ganz ehrlich sein. Also ich finde, mit dem, was ich gerade gemacht habe, habe ich ziemlich gegen mein Verbot verstoßen. Du hast schon wieder gelogen. Also ich habe ja nicht... Ist das nicht sowieso schon gestorben? Ich finde, das ist sehr stark, niemals jemandem Wissen oder die Wahrheit verweigern. Verstoßen. Hast du ihm Wissen oder die Wahrheit verweigert? Du hast ihm die Wahrheit verweigert, das ja, ist richtig. Genau, also, ja. Ihr habt genau die richtige Person geschickt. Ja, dann was passiert denn, wenn du das tust nochmal? Big Hour. Mein Gleichgewicht verschiebt sich Richtung Freiheit. Du darfst ein Wachstum markieren, nehme ich an. Jetzt muss ich es durchstreichen. Ne? Dann verschiebt man dein Gleichgewicht Richtung Freiheit. Könnte ich. Das ist ja dir, Gummi. Ich habe ja die Ikone auch hier. Mit der Tradition brechen. Zweimal in Richtung Freiheit, ne? Nee. Ach nee, du hast dein Verbot verletzt und nicht mit der Tradition. Aber wenn du direkt und offen ein Verbot deiner Bürde verletzt, markiere einen Zustand, verschiebe dein Gleichgewicht zweimal Richtung Freiheit und markiere Wachstum. Das passiert tatsächlich jetzt. Das ist das, was jetzt passiert. Das andere ist ja Ende der Spielsitzung. Aber das also noch nicht. Also musst du zweimal Richtung Freiheit verschieben? Nee, das andere aber dann später erst, oder? Das andere erst später. Aber was du jetzt musst, ist zweimal Richtung Freiheit verschieben. Ah, jetzt ist noch gar nicht das Mittelpunkt verschieben, sondern einfach nur das normal verschieben. Ach, das passt ja. Ich bin voll auf Resultate. Und zwei, ne? Nicht um ein, um zwei. Ich war auf minus eins. Jetzt bin ich auf 1%. Und jetzt natürlich, weil wir uns so gut aufgepasst haben, du musst auch einen Zustand markieren. Ich bin schuldbewusst. Schuldbewusst, genau. Ja, das war schon. Also die Lüge beeinflusst dich. Schuldbewusst bedeutet auch, dass du das Glück herausfordern funktioniert nicht so gut, weil du einfach ein wenig abgelenkt bist durch deinen inneren Tumult. Mhm. Und du kannst dich auch einer Ermahnung nicht so gut erwehren. Wenn jemand dich auf deine Prinzipien anspricht. Uiuiuiui. Obwohl das jetzt nicht direkt gelogen war, finde ich, hat das bloß sehr stark. Also Wissen hast du auf jeden Fall verweigert. Du hast ja sogar auf Nachfragen das entsprechend getan. Sehr gut. Und du darfst dein Wachstum markieren, das dürfen wir nicht vergessen. Das darf ich sogar machen. Karl, behalten wir noch die Erschöpfung von der letzten Session? Oder? Ja. Ja. An der Stelle schon, weil wir direkt fortgesetzt haben, würde ich jetzt mal sagen. Also bin ich voll auf Resultate aus. Das übrigens der Ding. Und das heißt, wir schreiben Tang Fei jetzt einen Brief sofort. Genau, haben wir. Aber das muss doch fix gehen. Ne, den haben wir. Ich bin eh nicht bei euch. Geh hin! Gefunden. Du kannst einfach hingehen und sagen, es gestehen, was wir getan haben. Aber dann nimmt die mich fest! Ist sie dann mehr wütend auf dich oder auf Duga? Ah, okay. Bleib vielleicht. Das ist eine Frage. Die beantworte ich euch, wenn es soweit ist. Das klingt sehr dubios. Kenn ich überhaupt nicht. Ich hätte auf Dugas Schiff hier diesen... wie heißt das, wenn jemand quasi die Wahrheit gesteht, in so einem Brief gefunden und... Beste Idee, du gehst zu ihr und sagst, dass sie da bitte mal gucken soll, was da passiert, weil Ninka und Captain Duga irgendwie auf Konfrontation laufen über Karten.
Vielleicht kannst du auch auf Wachen von ihr erzählen, dass das durch Wachen bei ihr landet. Und wenn sie mitbekommt, dass sie ja wahrscheinlich schon mitbekommt, dass Karten fehlen. Und dann komme ich aber ganz schnell zu Duga zurück, weil wir müssen ja Teil wir treffen uns dann beim Schiff von Duga, weil die sind ja alle gerade abgehauen und klauen das Schiff. Das ganze Schiff? Oh, ich bin nicht da. Oh, sorry. Zu viel. Ihr seid drei Leute. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr einen Dreimaster gesteuert bekommt. Dreimaster. Man kann auch mit nur einem Segel segeln. Ja. Ja, und ich kann das Wasser doch so bändigen. Ich bin dann dahinter und mach so. Und ich mache mit meinen Fächern Wind. Na gut, das muss ich nicht sehen lassen. Okay. Also du gehst jetzt zur Kapitänin Tengfei. Ja, okay. Offenbar. Dafür würde ich sagen, dann schreitet die entsprechende Zeit voran. Das hätte ich in der Zeit tun sollen, als du schon unterwegs warst. Wir können uns auch ein kleines Schiff kaufen. Ja, wir nehmen das Kleinste, was wir finden, wurde aber so groß genug, dass die Sachen draufpassen, aber klein genug, dass wir es irgendwie handeln können. Ja, gute Idee. Du kommst dann bei dem etwas heruntergekommen wirkenden abtrünnigen Phönix an, auf der einiges an Hektik zu herrschen scheint. Und als du dich der Planke näherst, die auf das Schiff führt, wirst du recht harsch von jemandem, der einen Speer in der Hand hält, dann auch den Weg damit versperrt, aufgehalten. So. Niemand hat Zutritt gerade hier. Ganz bestimmt gerade erst jetzt. Gerade erst recht jetzt nicht. Okay, ja, sorry, ich wollte euch nicht zu nahe treten. Kann es sein, dass ihr vielleicht Seekarten vermisst? Ich habe da gerade so eine komische Situation beobachtet an der flammenden Inferno, I think. Heulenden Inferno. Heulenden? Achso, flammende, das wäre was anderes, ne? Flamme, Flut, heulendes Inferno. Ja, whatever. Am heulenden Inferno. Die haben da irgendwie mit irgendwelchen Karten, da war so eine Unruhe und irgendwie hatte da jemand Karten in der Hand und wollte abhauen oder ist abgehauen. Nee, dann wurde es aber aufgehalten und jetzt sind die Karten wieder. Warte, beweg dich nicht weg. Eilt kurz hoch. Ich hau ab. Du läufst weg? Echt? Achso, nee, ich hab gedacht, es reicht vielleicht jetzt, um irgendwie Unruhe zu stiften. Okay, du bist weglaufen. Alles klar. Du bist ja rebellischer Vorlaut, ne? Ja. Und ich hab nicht so viel Zeit, ich muss zurück zu Duga. Wir müssen uns ein Schiff suchen. Also ich versuche natürlich immer, möglichst nicht direkt an der am heulenden Inferno irgendwo lang zu kommen. Ich habe Sorge, dass sie mich doch irgendwie erkennen. Okay, du läufst also direkt wieder weg. Du hörst dann hinter dir so Rüffel so von wegen, hey, du da, halt an, stopp! Aber du hörst nicht drauf, du läufst weiter weg. Machen wir mal, dann hörst du aber, dass Leute dich verfolgen. Du stürmst über einige der Stege, die zwischen den Schiffen gebaut sind, oder über Teile von Schiffen, die Verbindungsstücke darstellen. Und an deinem Kopf saust einmal so einen Felsbrocken vorbei. Achso, also ich hatte ja eigentlich gehofft, dass das anders läuft, sondern dass der hochgeht, er nicht mitbekommt, dass ich wieder gehe und das dementsprechend ganz entspannt ist. Das scheint nicht so passiert. Ist so nicht passiert, genau. Ich wollte da schon den richtigen Zeitpunkt abpassen. Okay. Naja, du musst dir vorstellen, auf dem Schiff oben war relativ viel los. Das heißt, wenn er da hochgegangen ist, muss er gar nicht weitergehen, sondern dann irgendwen zu sich ranrufen. Und wenn dann der Blick nach hinten und dann warst du schon am Weglaufen zu sehen, dann so, hey, und dann das Hinterherlaufen. So musst du es dir vorstellen. Mhm. Du bist nicht so begeistert? Können wir wieder Trouble? Genau, also dir saust ein Stein hinterher an dir vorbei und jetzt ist die Frage, was du tun willst. Willst du weiter versuchen, quasi einfach wegzulaufen oder versuchen, deine Verfolger abzuschütteln? Willst du anhalten? Das wäre eigentlich cool. Nee, jetzt nicht mehr. Schau nach einem guten Schiff. Halt. Also wenn du dich kurz Laufen dich so nach hinten umsiehst, siehst du, dass dir drei Leute relativ dicht folgen, von denen einer halt den Speer hat und ein anderer aus so einem Beutel halt so Steinbrocken rausholt und in deine Richtung schleudert und dann aber auch versucht wieder zurückzuziehen, weil er hier nicht so viel Material wahrscheinlich hat, um ihn zu halten. Wie bin ich denn an dem Schiff, wo ich eigentlich wieder zurück muss? Also an Dukas Schiff, wie weit ist das noch so? Von da aus? Ja. Oder müsstest du, du bist also in die Richtung, meinst du, getürmt in Richtung Dugas Schiff? Nee, genau. Ich wollte ja eigentlich einfach schön wieder Teil der Crew sein und sagen, okay, ich unterstütze meinen neuen Captain gerne. Also nicht weit, ne? Das ist ja keine riesige Anlage hier sozusagen. Ja, das heißt, wenn du... Die sollen ja nicht mitkriegen, dass so ich vor den 5 plus Minuten sei, aber es ist so verzweigt und wie ein kleiner Irrgarten an Wegen, dass du auch jederzeit jetzt abbiegen könntest
um irgendwo anders lauf zu laufen. Du könntest auch versuchen, Richtung Insel dich natürlich wieder zu bewegen. Also je nachdem, was du willst. Aber reiner Laufweg bist du in weniger als 5 Minuten sicherlich bei Dugas Schiff. Ja, okay, das will ich ja gerade nicht. Wäre nicht, dass die Menschen. Also biegst du einmal irgendwo ab zur Seite und du willst durch das Gewürr dich da bewegen und die irgendwie loszuwerden. Noch irgendwas anderes? Naja, ich wollte parallel noch gucken, ob ich ein hübsches Schiff finde. Auch noch? Okay, dann mach doch mal bitte, dann musst du mir die Situation einschätzen. Eine Kreativitätswurf. Ich bin so aufgeregt. Ich lasse die Würfel fallen. Das sieht cool aus. 12. Kritischer Erfolg. Oh. Wenn es sie gäbe. Du darfst mir 2 Fragen stellen. Also, die erste Frage ist ja dann klar, das hast du schon gesagt. Das wird sein, was hier kann ich benutzen, um von der Insel mit den gestohlenen Gütern wegzukommen. Genau. Und dann? Was ist für mich der beste Weg, genau, um die abzuschütteln? Alles klar. Also, es ginge darum, ihr müsstet eines der äußeren Schiffe, der verteuten Schiffe, klauen und logischerweise würde sich am ehesten etwas von der Flotte des tanzenden Edelmanns, das ja aus kleineren Schiffen besteht, anbieten, was man auch zu zweit steuern könnte. Mhm. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Flotte des tanzenden Edelmanns in die ganze Situation jetzt nicht so direkt involviert ist zu diesem Zeitpunkt. Noch nicht. Das wäre aber, da gäbe es eine Reihe von Schiffen, die du vor Anker siehst, die wahrscheinlich relativ leicht, wenn ihr zu dritt gleichzeitig da seid, zu akquirieren wären. Na, also das wäre eine Möglichkeit. Die würden sich am ehesten anbieten, dass ihr das auch zu dritt gut gehandelt bekommt. Und da sind auch ein paar dabei, wo die Ladung drauf bzw. reinpassen könnte. Es ist jetzt nichts, wofür man einen dieser kompletten 3-Master braucht. Wobei die dann auch voll sein werden. Und wichtig auch, das wird ein bisschen dauern, die zu beladen. Das ist keine 2-Minuten-Aktion. Auch mit Bändigen. Jetzt habt ihr nicht die Bändigungskräfte, mit denen man groß Waren extra toll transportieren kann. Das heißt, ihr müsst da schon eher ein Stündchen für einen Plan, um das da aufzukriegen. Genau. Und das zum ersten. Und die zweite Frage mit dem hinein, hindurch, das würde ich jetzt so verwenden, dass du eben hakenschlagend dich durch das Gewirbel gibst und es dann schaffst, einmal dich aus der Sicht zu ducken und dann vom Steg einfach ins Wasser springst, aber durch deine Wasserbändigungskräfte ein lautes, platschendes Aufschlagen vermeidest und dann einfach, als ob das Wasser sich um dich herum formt und einfach so im Wasser quasi verschwindest. So, wupp, wie wenn man eigentlich was Festeres springt, wodurch nichts hochplatscht. Und hörst dann, tauchst dann so ganz leicht wieder auf, bis deine Ohren über dem Wasser sind, hörst wie dann oben die über den Steig ein und der eine so, wo ist denn? Hat sie jemand gesehen? Vielleicht da lang. Und dann, wie sich die Schritte entfernen. Das heißt, du bist in dem Moment raus. Aber ich gebe dafür die zweite Uhr auch raus. Haben wir irgendwo am Anfang mal einen Treffpunkt vereinbart, wo wir uns treffen, wenn irgendwie was passiert? Wollten wir uns nicht immer am Urwald treffen? Urwald. Könnt ihr gemacht haben. Okay. Also, das dürft ihr auch jetzt entscheiden, dass ihr das da gemacht habt, auch wenn ihr es jetzt nicht aktiv vor mir besprochen habt. Kommst du da auch mit hin? Ja, wenn ja, bestimmt haben wir das alles besprochen. Okay, also da trefft ihr euch kurz. Wenn es schief geht. Okay, entweder wir holen uns ein ganz kleines Schiff und hauen einfach ab, oder wir klauen uns, was du musst eigentlich sagen. Achso, ja, was ich beobachtet habe, genau. Es gibt da so ein paar kleine Schiffe, da kämen wir, glaube ich, mit klar. Ja, ich sehe eigentlich nicht so eine große Alternative, dass wir ein großes Schiff nehmen. Oder was mit ihr? Also da gäbe es auf jeden Fall so ein paar von Captain Moosey, da ging wohl was. Also ich würde auf jeden Fall gern versuchen, die Ware mitzunehmen. Das ist unser Auftrag und einfach abzuhauen mache ich nicht. Aber wollen wir jetzt noch irgendwie versuchen, unsere Rolle als Crewmitglieder von Captain Duga zu erfüllen oder lassen wir die, hoffen wir einfach, dass sie nicht auf uns warten und einfach so hinstratzen? Das wird vermutlich passieren, ob ihr dabei seid oder nicht. Das könnt ihr auch so einschätzen. Ja, ich denke wir. Dann bleiben wir hier. Also ihr seid gerade zu zweit, ne? Du bist auf dem Schiff geblieben? Ich bin auch auf dem Schiff, oder? Also, ja. Kann man bestimmt. Wie du willst. Linker. Bestimmt. Ich glaube, da komme ich nicht so einfach weiter ohne. Ein bisschen einschlagen bei Linker. Kannst du auch machen, ob du das gut nach Hause kommst.
Was? Ich meine jetzt in diesem Moment erstmal. Ach so. Also nicht allgemein, nicht was immer. Er vorhat, sondern wo er jetzt in diesem Moment ist. Okay, aber dann ist die Frage, was wollt ihr denn jetzt tun? Ein Schiff klauen. Ihr wollt das Schiff jetzt klauen? Okay. Und dann überwarten wir noch kurz. Das Problem ist, dass wir einfach beobachten, was passiert. Weil ist nicht, wenn die Zeit abgelaufen ist, passiert dann nicht Chaos? Wir müssen auf Chaos warten, bevor unser Plan wird. Also die Flotte des Tanzenden Edelmanns ist auf jeden Fall gerade nicht direkt involviert in was auch immer ihr in Bewegung gesetzt habt. Ach, gefühlt, wo die Schiffe dazugehören, die für Insel. Euch zur Auswahl Vielleicht stehen. Können wir da auch noch Bescheid sagen, dass da gerade voll Beef entsteht. Und dann hoffen, dass die alle dahin rennen, um das zu schlichten. Und müssen dann entsteht noch mehr Chaos. Müssen die das nicht eigentlich mitkriegen, wenn da so ein Tumult ist oder so? Wir können einfach durch die Gegend rennen. Feuer! Auch das wäre möglich. Also, was tut ihr? Also ich denke, es ist sinnvoll zu warten, bis Chaos entsteht, bevor wir ein Schiff klauen. Und das heißt, wir können die Restzeit noch nutzen, um auch noch Musi ein bisschen zu versuchen zu involvieren. Genau, ihr müsstet allerdings vor vorlaufender Uhr zu Kapitän Dugas Crew stoßen, wenn ihr mit der regulär dahin gehen wollt, sozusagen. Wenn die Uhr voll ist, könnt ihr nur noch dazu stoßen, wenn die Konfrontation quasi begonnen hat. Nur so, um die Uhr klarzuziehen. Also was wollt ihr jetzt als nächstes machen? Nochmal Entschuldigung, ich war gerade auf meine Erklärung konzentriert. Ich meine, wir können noch mitgehen, aber ich sehe irgendwie den Sinn nicht ganz da drin. Ich habe nur Sorge, dass mich die Typen von Tankfay auch wieder finden. Du hast dich mal jetzt auch bei jedem Movie immer schlecht gemacht. Da wäre es gut, wenn du in einer Gruppe da auftauchst. Das ist wahrscheinlich richtig, ja. Also, wir dürfen uns nicht aufteilen. Nee, lass mal lieber. Okay, also wollt ihr... Hast du noch irgendwas von Klamotten, was wir tauschen können, damit ich anders aussehe? Schwierig, glaube ich. Kannst du so ein Wasserhut basteln? Also wollt ihr jetzt zur heulenden Inferno gehen als nächstes schon? Oder so, dass ihr das abtimt? Oder wollt ihr zur Flotte, also wollt ihr zum Kapitän Mosi gehen? Also zur Flotte des tanzenden Edelmanns? Können wir da nicht vorbeilaufen und dann irgendwie so Fragen von mir so, hey, warum ist denn das hier so laut? Was geht denn da hinten ab oder so? So ein bisschen zu involvieren. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, also wollt ihr euch ihr begebt euch also flottes Tanzen Edelmanns. Dann sind wir da schon mal in der Gegend. Wo noch relativ Ruhe herrscht. Ach, schade, hat man noch kein Gejohle oder so, irgendwie Gegröle. Nee, ein bisschen auseinandergezogen ist es schon, also es ist jetzt nicht alles super klein, weil es gibt ja auch noch diverse andere Piratencrews und so, es gibt ja nicht nur die hier. Und während ihr dann da so auf den Stegen direkt vor den Booten langlauft und an den Crewmitgliedern, die dazu gehören, vorbei, tut ihr was genau? Wir unterhalten uns einfach total laut. So von wegen so. Ja, bitte. Hast du mitbekommen, dass Duga alle seine Leute zusammengetrommelt hat und irgendwie Richtung Linkas Schiff zieht? Ja, irgendwie total seltsam. Und irgendwie brabbelt er die ganze Zeit was von Karten. Und Verräter. Verräter, ja. Und auch wie die bei Tankfay wirken auch alle voll aufgewühlt. Einer von euch. Ich hab echt keinen Bock irgendwie da. Oh, ja, verdammt. Einer von euch beiden macht einen Austricksenwurf. Der andere kann unterstützen, wenn er das möchte. Also ich habe plus eins. Mach du mal. Du stirbst fast, wenn du jetzt unterstützt. Dann hast du noch so keine Erschöpfung. Nee, deswegen lassen wir sie erstmal würfeln. Ja. Ach so. Ich habe auch nur noch ein Freiwurf. Das ist aus den Kämpfen übrig. Ne? Hast du überhaupt Erschöpfung? Mhm. Ah, siehst du, muss ich gar nicht. Neun. Na, wenn du sie unterstützt, wird es ein kritischer Erfolg werden, aber ja. Oh, warte, vielleicht soll ich vielleicht das doch machen. Ja, warte mal. Okay. Aber ich meine, die Person an der Tür ist auch vielleicht eine gute Idee, einfach nur. Ja. Wenn die Tür nicht handeln, ist ja was wir wollen. Hm. Weißt du was? Ich unterstütze dich noch. Dann kannst du beides machen. Okay, dann wählst du die zwei Sachen aus. Personenhandel, Töricht. Benutzen wir jetzt einfach mal ein bisschen für die Gruppe. Und fällt drauf, voll drauf herein. Ja. Okay, also während ihr lang geht, merkt ihr euch die Köpfe so ein bisschen folgen. Und die Crewmitglieder ein bisschen untereinander anfangen zu tuscheln. Und ihr merkt, dass sich das Ganze anfängt unter der Besatzung zu verbreiten. Und es dürfte nicht lange dauern. Wie eine Flamme flüht, genau. Bis es auch bei Kapitän Mosi ankommt. Ich habe jetzt das vorletzte Stück ausgemalt. Das heißt, die nächste nennenswerte Handlung dürfte die letzte sein. Die Crew von Duga dürfte zusammengezogen sein und sich jetzt auf den Weg zum Schiff machen. Was bei Tankfay passiert ist, weiß ich nicht. Also wisst ihr nicht. Ja. Und jetzt wäre nämlich noch die Frage. Also es wäre jetzt noch rechtzeitig, um sich... So, wollen wir es noch machen und schleichen uns dann davon? Ja, beziehungsweise, der ist jetzt eh viel zu irgendwie aufgebracht, um uns zu fragen, wo denn unsere dritte Person ist. Die hatten
Die hat was Ungutes, die hat ungute Muscheln gegessen und liegt kotzend im Urwald. Oder so, waren wir dann zu Not. Ich denke, angestachelt sind die schon alle genug, ne? Ja. Und kommunizieren können Piraten auch nicht so gut. Ich denke, wir sollten eher die Chance nutzen, um uns mal bereitzustellen, für wenn es eskaliert. Also ihr mischt euch dann unter die zusammengetrommelte Besatzung von Duga. Verstehe ich das richtig? Mischen wir uns einfach da drunter und nehmen nicht, also ein bisschen mehr so im Hinterfeld. Ja, ja, genau. Wir sind ja die Neuen. Wir gucken erstmal, was die Alten haben. So, dass wir leicht uns verziehen können, aber vielleicht auch noch gucken können, dass das alles so läuft, wie wir wollen. Genau. Okay. Im Zweifel treten wir nur irgendwie gegen Schienbein, damit er ein bisschen aggressiver wird. Damit ist die Uhr abgelaufen. Darf ich parallel noch was gemacht haben? Ja. Ich hab einen richtig schlauen Gedanken. Ja. Ich war ja unter Deck bei Ninka unterwegs. Und ich habe noch ihrer Mannschaft erzählt, dass ich gehört habe, dass irgendwo auf der ganz anderen Seite von der Stadt oder was auch immer, das ist, der Siedlung ein neues Restaurant aufgemacht hat. Die verkaufen irgendwie so Lachsschrimps oder so. Lachsschrimps. Und ich hype die so richtig auf, damit ganz viele da jetzt spontan hingehen wollen. Und damit die Schiff verlassen. Damit dieses Schiff ein bisschen nicht so stark besetzt. Das passiert quasi ganz am Anfang davon. Okay. Machen wir mal auch einen Austricksenwurf. Das ist heute unser Go-To. Ja. Yeah. Oh, 6 plus. 6 Kreativität ist das, ne? Ja. 6 plus 1, also 7. 7 ist knappe Kiste. Du machst so. Handelt jetzt eine Person töricht oder fällt darauf hinein und ist getäuscht? Ach, die fallen da nur drauf rein. Töricht doch viel besser. Das bedeutet, dass sie dir so, ah ja, okay. Ist doch gut, wenn die länger weg sind. Gibt's sie überhaupt hier in den Gewässern? Egal. Auch wenn er das sagt, das müsste man mal ausprobieren. Da habe ich richtig Bock drauf. Das war geil. Auf jeden Fall. Aber direkt auf dem Weg macht sich eventuell nicht sofort jemand. Nein. Und das wäre töricht handeln. Stimmt. Du kommst auch wieder oben aufs Deck und bist dabei, dass Kommandant Nicker hat gerade einige Anweisungen gegeben, bereitet bereits das Schiff für den kommenden Tag vor. Und als eines ihrer Crewmitglieder die Planken hochstapft und so. Kapitäne, Kommandantin, auf ein Wort. Die Crew von Duga wird zusammengezogen. Irgendwas stimmt da nicht. Sie so, glaubt er, kann was gegen mich tun oder was? Ich habe nur darauf gewartet, dass einer von diesen verdammten eingebildeten Kapitänen, die glauben, dass sie die gleiche Macht haben wie ich, versuchen zu rebellieren. Zieh die Besatzung zusammen. Keiner verlässt mehr das Schiff. Aber die Lachsschrimps. Nein. Nee, dann hört er dann von hinten einer so, aber die Lachsschrimps. Oh, ich wollte gerade los. War ich auch. Und einer so, pst. Und zwei werden noch losgeschickt und auch noch potenziell unterwegs, sich unterwegs befindliche Crewmitglieder zusammenzuziehen. Und dann vergeht auch schon die Zeit. Und ihr kommt zu, ne, ihr schließt euch der Crew von Duga an, die dann die Stege entlang zieht. Duga vorne weg und es bildet sich halt eine große Traube am Steg bzw. vor der heulenden Inferno. Und Kommandantin Ninka tritt oben an die Reling, wirft einen Blick nach unten und so. Duga! Lässt Kapitän weg an der Stelle, ne? Was verschafft mir die Ehre? Er schaut so nach oben. Ich glaube, das weißt du ganz genau. Du hast da potenziell etwas, was mir gehört. Und dann hört man eine dritte Stimme von der Seite und eine größere Gruppe von Leuten ankommen, von Kapitän in Tankfahrgestaff dazu. Wohl eher etwas, das mir gehört. Drama. Und Linker guckt so zur Seite. Ah, Tankfay, auch hier. Schön, euch zu sehen. Dann haben wir so eine Standoff-Situation zwischen den dreien. Man spürt die Anspannung, die in der Luft liegt. Alle, besonders die Crewmitglieder, schauen sich so nervös um. Ich versuche mich immer so ein bisschen zu decken, damit mich niemand von Tankfay irgendwie erkennt. Aber wir sind ja ganz hinten und in der Besatzung ein bisschen untergetaucht sozusagen. Ihr brüllt dazwischen, wenn ihr irgendwas. Ja, ich bin da überlegen. Du bist oben auf dem Schiff, ihr beide seid unten in der Gruppe von der Besatzung von Duga. Kurze Frage, wie nennt man das, wenn man Staatsoberhaupt? Putsch. Ja, Putsch. Ja, aber wenn man das Stürzen. Meuterei auf dem Schiff. Auf dem Schiff wäre es eine Meuterei, das ist auch möglich, ja. Kann ich. Das ist so eine gute Idee. Ich möchte was rufen. Ja, was denn? Stürzt Linker.
Aus der Menge heraus. Ja. Okay, du rufst Schlüssel. Linker Moos, mach weg. Mal für mich einen. Ja, Linker, genau so aus dir. Linker Moos, weg. Ja, ich steig Linker Moos, rein. Weg. Raus mit den faulen Fischen. Ja. Aber das sage mach mal für mich einen allgemeinen, so appellier mal bitte. Harmonie. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Welche? Harmonie ist okay. Wow, mindestens eine 6. 11, kritischer Erfolg. Handelt die Person sofort und tut ihr Bestes, bis die Situation sich verändert. Ich sehe gerade, okay. Ich hätte vorhin gar nicht so gut, ich bin ja wütend, da ist man gar nicht so gut bei einer Situation einschätzen. Oh, das ist dann... Nee, doch, aber da war ich hoch, das war auch die 11. Das ne? kann sein, aber du hast jetzt einen kritischen Erfolg beim Appellieren. Und du so, Ninka muss weg! Und dann so neben dir einer so, Ninka muss weg! Ninka muss weg! Und du bist jetzt so, nieder mit der Kommandantin! Und der andere so, Duga als Kommandant! Duga guckt sich so um, der ist so ein bisschen so, das war jetzt nicht unbedingt der Plan. Aber ich find's halt ganz geil! Der ruft mich aber unterstützt. Ninka so, ne, müsst ihr euch vorstellen, ein Fuß auf die Reling gestützt, Bein auf dem Knie, so nach vorne, von übergebeugt, so, Duga. Zeigt sich also hier deine wahren Absichten, ne? Ich habe gewusst, dass du scharf auf meinen Posten bist. Willst du also Kommandant werden, ja? Sie blickt auch rüber so. Und du, Teng Fei? Willst du Steigbügelhalter für ihn spielen? Oder weswegen bist du hier? Sehen wir Mosi schon? Der müsste auch Mosi ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Teng Fei so. Ich weiß nicht, was mit euch beiden abgeht. Das ist mir auch vollkommen egal. Ich will nur meine Karten wieder haben. Also wer auch immer meine Karten hat, hat ein Problem mit mir. Ich bin ist das so? Eine Sache nach der anderen. Und deine Karten. Keine Ahnung, wer sie hat. Duga wäre sicherlich scharf drauf. Ist egal. Ninka schaut sich so um. Wie sieht's aus, Duga? Und ne, sie hat ja, trägt ja auch so einen Kapitänsmantel. So, streift den Mantel so ab nach hinten. Klein Duga springt vor, nimmt den Mantel. Trägt so ein bisschen rüber, geht so, verschwindet wieder nach hinten so. Du und ich, ein Duell darüber, wer hier Chef der ganzen Geschichte ist. Oder traust du dich nicht? Und Duga so, ne? Oh, dann sieht er es blass geworden. Ein Duell mit Ninka sieht er für sich nicht, dass er das gewinnen könnte. Der schaut sich so ein bisschen kurz hilfesuchend um. Alle Blicke ruhen quasi auf ihn. Jetzt ist die Frage, wie handelt ihr in diesem Moment? Ihr könnt auch nicht groß miteinander absprechen oder so. Ja, ich muss bloß kurz nachdenken. Ich akzeptiere jede Entscheidung. Wir können uns davon schleichen. Ja, was passiert gar nicht? Wir müssen das Chaos auch noch ein kleines bisschen anfeiern. Du kannst übrigens dein Heilen natürlich durchaus außerhalb einsetzen und müsstest halt trotzdem die Erschöpfung nehmen. Dein Erfrischen, das du noch nie im Kampf einsetzen konntest, aber du beherrschst die Technik. Das heißt, in einem ruhigen Moment außerhalb des Kampfes kann man solche Sachen durchaus einsetzen. Okay. Wenn man es dann gelernt hat, auch leichter und gemeistert bedeutet halt so effortless sozusagen. Dann könntest du zum Beispiel das mit der Flammenwand, die kann man dann halt einfach auch schnell hochziehen. Im Kampf bedeutet immer ein Bruchteil von Sekunden, aber außerhalb des Kampfes hat man in der Regel mehr Zeit. Das ist eine Fähigkeit, die er potenziell lernen könnte zum Beispiel. So, also, wie gesagt, okay, gut, ich du kriegst das oben auf dem Schiff natürlich auch alles mit. Ja, du stehst halt etwas versetzt hinter ihr. Da bin ich irgendwie auf der falschen Seite, um dann eine Motivation zu starten. Mach sie fertig! Duga! Okay, also ihr macht eine Unterstützung. Er guckt sich so ein bisschen, versucht um und so. Ich bin nicht hier, um dich zu stürzen. Ich bin nur hier, weil ich gehört habe, dass etwas von mir hier gelandet ist und mehr will ich gar nicht. Ich wollte nur fragen, wie es damit aussieht. Macht einen kleinen Rückzieher. Fängt viel von der Seite so. Ah, Duga, wieder kein Rückgrat, ne? Wie damals. Und seine Mannschaft so, ne? Die Rufe klingen dann natürlich so runter, so Duga, Duga. Ja, so. Lass dir das nicht gefallen! Hey, wer hat das gerufen? Ich guck mich um. Du bist doch die Neue. Wir hätten doch gern toll. Ich glaube bloß, dass er sich fertig machen könnte und wünsche mir einfach so viel Besseres für hier als Captain Ninka. Die kontrolliert euch doch bloß alle. Ihr könnt so viel mehr haben, wenn Duga hier Kommandant wäre.
Nee, kann das ja auch, wenn du das sagst. Tut sie das? Ich stehe in der Menschenmenge, wenn ich rufe das. Ja, los. Sie sagt, Duga, hast du da Leute, die nicht mit meiner Führung einverstanden sind? Sie lässt den Blick über die Menge schweifen und so. Tja, Duga, wenn du dich nicht traust, dich mir in einem Duell zu stellen und dann auch noch in deinen Reihen zulässt, dass hier die Stabilität untergraben wird, dann gehörst du vielleicht nicht mehr in die Purpurtura-Mada. Ich möchte mich doch gerne langsam verziehen. Kann ich dafür irgendwie auf Fähigkeit und Ausbildung verlassen? Duga, du darfst mir, liefer mir diese Leute, die da in deiner Menge reden, aus und schwör mir neue Loyalität, dass ich mir daran sicher sein kann. Und ich werde dich verschonen und Kapitän deines Schiffes sein lassen. Sofern deine Mannschaft dich Kapitän sein lässt, aber das ist dann nicht meine Sache. Ich möchte wegschleichen. Okay. Du möchtest gerne. Was ist denn da Würfel? Du hast kein Schleichen, das ist keine Würfel. Wir spielen ja nicht. Ich möchte mich auf meine Fähigkeit und Ausbildung verlassen, weil. Du bist in einer riesigen Menge, als ob das auffällt. In dem Moment weichen halt die Leute ein bisschen von dir zurück. So, ich stelle mich tot. Duga ist so am Überlegen, was er macht. Es wäre übrigens vielleicht auch der Moment, in dem man. Kann ich hochspringen und Rückwärtssalto hinter die Gruppe machen? Ihr könntet natürlich auch versuchen, irgendwie bei ihm an seine Prinzipien oder sowas zu appellieren. Stimmt, komm, du, ich vertraue in dich, du bist unser Held. Okay. Darf ich auch was machen? Nee, das kommt drauf an, was würde der klar kann sowas machen, aber ich will, was? Ich will Anlauf machen und Flying Dropkick in ihren Rücken, dass dir das Boot runterfliegt. Also nee. Okay. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich beißwurstig realistisch. Das ist ganz stark, damit rechnet keiner. Und wirklich keiner, auch wir hier nicht. Also, du kommst nach hinten angespurtet. Und sie ist auf der Reling, sie schaut nach unten und du, jemand anders ruft noch einmal laut so, hey, was machst du da? Und sie dreht sich so um und du springst vorwärts, aber du hast ja auch eine militärische Ausbildung, ne? Und machst quasi einen Flugtritt, um sie über die Reling zu treten. Und sie dreht sich noch um, du erwischst sie hier, schützt sie, sie nimmt das mit, du merkst sofort, du hattest das ja schon mal gemerkt. Auch sie hat irgendeine Form von militärischem Training, das aus der Feuernation stammen muss. Das kannst du einschätzen, weil du auch von da kommst. Oh, oh. Absorbiert also ein bisschen Energie, fällt nach hinten runter, aber dreht sich so in der Luft, windet sich rum, bleibt mit der Hand da hängen, hängt dann an dem Schiff so. Darf ich jetzt dieser davon? Tag. Entwickelt sich nicht wie beabsichtigt. Ich würde jetzt gerne wegrennen, bitte. Und sie stößt so nach unten Flamme raus und katapultiert sich so nach oben und landet dann mit beiden Beinen auf der Reling oben. Du bist tot. Ach du jemine Idee. Für Duga! Ihre Mannschaft kommt so vor, die Leute ziehen die Waffen und so und umkreisen sich so, nein. Der gehört mir. Was macht ihr beiden unten? Ich weghau. Also ich schleiche mich weg. Das ja, same. Jetzt möchte ich mich schleichen. Nein, wir sind alle so drauf. Ich starre da oben hin, während er sind hier in hinter irgendein Haus. Du bist auf dich allein gestellt. Ja. Mhm. Viel Spaß. Okay. Und wir gehen jetzt in eine Kampfauseinandersetzung. Also wir können uns ja noch. Wir kommen da eh nicht hoch. Doch, ich könnte ins Wasser springen. Wir klauen uns jetzt ein Schiff und machen unseren Auftrag. Achso, erst gucken, wo er bleibt. Warte, was? Denk mal, dann dauert das Beladen auf jeden Fall noch länger, wenn ihr nur zu zweit seid. Ja, ich aber bin das mir noch nicht sicher, ob du nicht. Guck dir nochmal deine Traditionen an. Ob da nicht irgendwas steht, von wegen Leute im Stich lassen. Nee. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, stand hier die Menschen von Notuche, das so einen dunklen Geist beschützt. Nee, was hast du? Den unterdrückten Hilfe und Beistand leisten? Er ist nicht unterdrückt. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, stand da auch noch nicht Lügen drauf. Niemals aus einem Kampf fliehen. Ja, aber ich habe keinen Kampf angefangen. Mhm. Mein Kampf ist, diese Ware zu holen. Die Juristin unter den Ikonen hier. Und es hat mir noch keiner um Hilfe gebeten. Und mein Ziel ist es, Tyrannen zu stürzen, aber das mache ich ja, indem ich die Ware klaue. Du solltest vielleicht noch mal laut rufen, dass du ein bisschen Hilfe gebraucht hast. Das muss man so lange durchhalten, bis wir mit dem Schiff da langkommen und ins Wasser springen kannst und wir dich mit unserem Rettungsring aufnehmen. Er soll jetzt mit ihr ein Duell über mehr als eine Stunde, ihr müsst dahin, ihr müsst ein Schiff klauen, ihr müsst dieses Schiff dahin fahren, ihr müsst
müsstest beladen. Ich habe vorhin gesagt, dass es über eine Stunde dauert. Also ich verspreche euch eins, das Duell wird keine Stunde dauern. Aber ich bin sowieso Richtung Freiheit, also ist meine Verantwortung egal. Wir müssen doch einfach nur eingreifen, die anderen. Also ich mache jetzt mal einen Spielleiterzug. Es wird Zeit für einen Spielleitungszug. Deswegen schade, dass das nicht drin ist in dem Grundset. Weil du letzten Endes hier sehr gedehnt deine Sachen umschiffst, bekommst du einen Zustand. Schuldbewusst bist du schon, ne? Ja. Jetzt bist du auf jeden Fall auch noch unsicher und aufgewühlt. Oh Mann, ja. Das heißt, so wie wir drauf sind, wir können nicht mal kämpfen. Und du folgst ihr? Ja, genau, wir können nicht kämpfen. Ich bin super erschöpft schon. Ich weiß, wie dein Zustand aussieht, weiß ich. Jetzt hast du noch zwei mehr. du folgst ihr auch? Ja, ich wollte mich auch erstmal da wegschleichen, um irgendwie zu überlegen, was wir machen können. Du bist können. Kurz davor, über Resultate drüber zu rauschen, ne? Ja, deswegen also, muss also, du bist sehr Resultate. Okay. Das ist die Selbstbeherrschung. Du bekommst von mir auch einen Zustand. Aber warum? Ich will doch nur weg. Resultat, das ist sehr weg, um uns ja neu zu ordnen. Das stimmt, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr drei ja schon irgendwie miteinander befreundet seid. Deswegen fühlst du dich jetzt auch schuldbewusst. Aber das heißt, ich will ja nur neu ordnen. Das heißt ja nicht, dass ich abhaue und die nicht unterstützen will. Wenn er dumme Sachen macht, ganz ehrlich, mir wurde mal beigebracht, also wenn jemand aus dem Fenster springt, muss ich nicht hinterher springen. Ich wollte mich auch erstmal wegschleichen, um halt dann kurz nachdenken zu können, wie wir jetzt am besten hier handeln. Okay, das heißt, ihr entfernt euch, du willst dich noch weiter in Richtung der Schiffe entfernen, du willst noch einen kurzen Moment anhalten, als ihr aus der Menge raus seid und ihr schafft es da gerade rauszukommen, weil wirklich die Konzentration gerade nach oben gerichtet war, sozusagen auf das Schiff. Dann würdest du sie quasi an der Schulter berühren oder sowas und sagen, Moment, also was ist jetzt der nächste Schritt? Und dann würde sie sagen halt, ich werde zum Schiff klauen und die Sachen einladen. Wir kommen gleich zu dir. Das ziehen wir gleich nach. Aber das ist jetzt natürlich eine interessante Situation. Also weil du im Prinzip ihn wirklich ja im Stich gerade lässt. Und weil ich jetzt schon den Effekt dafür bekommen habe, ja. Ja, ja. Er weiß, was wir machen, er weiß, wo wir hingehen und er würde das auch wollen, dass wir jetzt einfach unsere Mission durchziehen. Das ist jetzt noch so ein bisschen so ein Racheakt oder was vom letzten Mal. Wir können ihn dafür doch nicht mit dem Tod bezahlen lassen. Und genau darauf würde das Ganze doch hinauslaufen. Wenn er da oben gegen Ninka kämpft. Ich kann gar nicht mehr kämpfen. Ich auch nicht. Was soll ich denn bitte machen? Ich hatte jetzt überlegt, ob ich irgendwie ins Wasser komme, an das Schiff schwimmen kann. Setz dein Schiff in Brand, verzieh dich. Und in der Hoffnung, dass ich mich irgendwie bemerkbar machen kann, er irgendwie an die Reling kommt, da runterspringt und dann... Ich habe den ultimativen Plan. Schwimmen wir. Wir klauen uns ein Schiff, du machst mit Wasserbändigen eine Nebelwolke drumherum, dass es wie Nebel aussieht. Wir fahren an dem Schiff vorbei, er weiß, dass wir das sind, weil wir wieder irgendwelche Rufe machen. Er springt bei uns in die Nebelwolke rein, wir hauen ab. Da kommt gerade der Paladin durch, ne? Ist das? Ihr Paladin hat die Eigenschaft, dass er eine Nebelwolke machen kann. Ja, aber das haben den Avatar auch total häufig gemacht. Das waren auch häufig Luftbändiger eben auch. Ja, aber es sind ja Wassertropfen in Essenz. Genau. Also. Kannst du Wasser nehmen, um die Sonne, um so helles das Licht zu brechen? Ich möchte jetzt ja anzustecken. Ich möchte die Illusion ja nicht so ganz jetzt so zerstören. Keine Sorge, ihr könnt auch einfach mitkämpfen. Wir kommen gleich. Wir sind gleich durch. Ihr könnt auch Erschöpfung wegnehmen mit Beobachten. Also, mit Rat und... Ja, mit Beobachten. Keine Erschöpfung, das stimmt. Also, die Frage ist jetzt, das ist dein Vorschlag, was du gesagt hast. Jetzt erstmal ein Schiff klauen gehen und so weiter, er hält schon durch. Und dann dann willst du quasi mit einer örtlichen Nebelbank an dem Schiff vorbeifahren, so unauffällig, auf dass er das dann raufspringt. Oder wir fahren nur unauffällig weiter weg vorbei, er springt ins Wasser und taucht zu uns und wir holen ihn dann hoch. Um dann was zu machen? Die Sachen so holen. Ach so, also, klar. Ich finde das grundsätzlich nicht schlecht. Guck mal, ob du ein Boot findest. Ich will irgendwie unbemerkt ins Wasser kommen. Du willst unbemerkt ins Wasser kommen? Okay, du kannst ja irgendwo ins Wasser springen. Und dann tauche ich. Und dann so unter Wasser so pff, wie mit Antrieb. Zum Schiff. Zu dem Schiff? Ja. Okay, das heißt du... Ich hole mir schon mal ein kleines Schiff und mache es fertig. Okay, du machst das. Gut, dann kommen wir erstmal zu dir zurück. Du, es bildet sich, also ne, es wird Platz geschaffen, die Kommandantin tritt auf dich zu. Interessanter Tag auf jeden Fall. Ich lasse meine Autorität von niemandem untergraben. Welche Autorität? Ich habe nicht gerade absolut einen in den Rücken gekriegt. Das wird... Okay. Und sie geht direkt in die Kampfstellung so, von dir lasse ich meine Autorität nicht untergraben. Und dann wählen wir jetzt beide
etwas, was wir tun werden. Du sagst mir, wenn ich am Schiff angekommen bin. Ich sage dir, wenn du am Schiff angekommen bist, das wird einen Moment dauern. Ihr seid erst weg, ihr habt euch kurz unterhalten. Das wird einen Moment dauern. Was hat sie denn jetzt? Wie machst du so eine Scheiße? Das war taktisch eigentlich schlau. Ich dachte, sie fliegt das Boot runter und hält sich nicht. Ja, oben. Genau. Das, Aber wenn ich gewinne, dann haben wir Duga gerettet, Leute. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Wie deswegen habe ich mich auch... Das ist schon... Eieieiei. Nee, alles in Ordnung. Ich kann nichts Schlimmes. Ja. Das sind positive Dinge, über die ich gerade so ein bisschen gefreut habe. Karl freut sich nur, dass unser Plan so gut funktionieren würde. Genau, ja. Großartig geht er auch. Ja. Ich gerne jetzt alles. Okay, also. Eine Aktion von Karl. Das ist das. Jawohl, ich habe etwas ausgewählt. Ich auch. Genau, ich mache es theoretisch vor dir, aber das ist ja egal. Okay, ich habe Verteidigen und Manövrieren. Oh, kacke, ich auch. Dann bist du ja aber zuerst dran. Was tust du? Ich wollte eigentlich kontern. Darf ich das jetzt klar, kannst noch du, verändern? Also du musst jetzt erstmal würfeln, was du überhaupt machen kannst, und dann entscheidest du, was du machst. Stimmt. 10. Das heißt, das ist ein kritischer Erfolg. Das heißt, du kannst entweder zwei Techniken, eine Grundtechnik einsetzen oder eine gemeisterte und eine Grundtechnik. Hm, das kannst du machen. Stimmt. Solche Geschichten, weil das ja eine 10 ist. Oh, ich kann meine Feuerwand machen. Die kannst du Feuerwand hochziehen? Mhm. Dann erzähl mal, was macht die denn genau? Ich hab die hier gar nicht. Versuch irgendwie die Segel zu treffen. Die macht das... Was? Das ist hier, das sind keine Kinder, die nicht aus dem Grundset sind, deswegen können hier Fähigkeiten vorkommen, die also, hier drin sind. Ah, wenn die Person durchs Feuer gehen möchte, dann muss sie, also entweder muss die Person den Kampf abbrechen oder 4 Kästen Erschöpfung in Kauf nehmen, um durch das Feuer zu gehen. Alles klar. Dann Feuerwand. Und ich glaube, ich muss einen Zustand dafür markieren. Oh, heftig. Und eine Erschöpfung muss einsetzen zu können. Ja, weil das noch ungelernt ist. Ist das die Mauer aus feurigem Atem? Ja. Ah ja. Genau, okay. Dann machst du das also, ja? Du nimmst also ein Kästchen Erschöpfung. Mhm. Nee, du musst den Zustand markieren. Aber auch die Erschöpfung, weil das ja noch ungelernt war. Ah, okay, das war ungelernt. Das heißt, jetzt ist es auch eine gelernte Technik. Mhm. Okay. Das, welchen Zustand also, nimmst du denn? Und du darfst dich, also, ne, das heißt, du darfst auch deine Position verändern. Das war also der gebildete Duellkreis. Und es gibt dir die Gelegenheit, irgendwie nach hinten wegzuweichen oder vielleicht an einen der Masten zu gehen, was auch immer, was dir jetzt realistisch erscheint. Und also in gewissen Abstand quasi zu gewinnen nochmal extra. Feuer. Ja, ich positioniere mich so auf so einen Ort vom Schiff, wo so relativ viel frei ist, was so wie so ein Duellierring benutzt werden kann. Ja. Und dann breite ich da so im Kreis diese Wand aus. Geht das? Willst du sie um dich und sie herumziehen? Ich will oder die zwischen euch ziehen? So zwischen uns, aber um mich als Kreis, sodass ich sie im Endeffekt dazu auffordere, so in den Kreis noch reinzukommen. Alles klar. Das ist ein sehr cooler erster Move, muss ich sagen. Ne? Also sie macht sich halt bereit und es bildet sich bereits Feuer in ihrer Hand. Und in dem Moment springst du ein Stück zurück und atmest einen Schwall Feuer aus, der um dich herum einen Ring bildet und alle um dich herum sicherlich 2 Meter zurücktreibt. Und das Einzige, was sich noch in dir mit drin befindet, ist der große Mittelmast, der noch neben dir ist, an dem die Leiter runterhängt. Und die Flammen knistern auf dem Deck. Es ist, ne, die Sonne knallt die letzten Tage. Dafür hatten wir, glaube ich, genau. Ne, das Wetter war gut. Das heißt, das Deck ist auch trocken. Du schaffst also diese Flammenwand, die erstmal um dich herum steht. Und alle anderen sind erstmal nicht direkt im Kampf mit dir. So. Sage ich zu ihr, wenn wir schon 1 gegen 1 machen, dann auch unter wahren Bedingungen. Ich sehe, ich habe dich unterschätzt. So. Ein Punkt aus dieser Liste. Genau, das hast du gemacht. Das heißt, das war's dann aber. Dann ist ihr Verteidigen und Manövrieren dran. Und sie setzt ihre Feuerpeitsche ein. Uiuiuiui. Wollt ihr sie nicht Verteidigen und Manövrieren machen? Die ist, Feuerpeitsche ist Verteidigen und Manövrieren. Okay. Oh Gott, das klingt brutal. Das Problem ist, dass das nicht funktionieren wird, weil die Feuerwand zwischen ihnen hochgezogen ist und sie zu weit weg ist. Dabei hätte sie eine gewisse Reichweite, aber durch die Flammenwand die Feuerpeitsche durchzumachen, wird nicht funktionieren. Das heißt... Mhm.
So. Du stellst dich. Aha, okay, das heißt, sie benutzt jetzt eine Position einnehmen. Was anderes bleibt ihr, glaube ich, nicht viel übrig. Das heißt, sie stößt sich mit Feuer nach unten ab und segelt durch die Luft nach oben, bis sie den ersten Mast erreicht, oberhalb von dir, ne? Du warst ja neben dem Mittelmast, sodass sie die Feuerwand quasi überwunden hat, über dir steht und nach unten schaut. Du befindest dich nicht mit ihr im Kampf, du hast ja einen Abstand gesucht nämlich, deswegen kannst du die Technik nicht blocken mit einem Kästchen Erschöpfung. Macht Sinn. So, und damit überwindet sie eine Gefahr und sichert sich eine vorteilhafte Position. Das heißt, sie kann jetzt in der nächsten Runde, muss sie nicht durch die Flammenwand, um an dich ranzukommen. Schade. In diesem Moment. Und das ist euer erster Kampfzug. Und dann kommen wir direkt zum zweiten Kampfzug, außer du willst dazwischen irgendwas Spezifisches machen, was kampfunabhängig ist. Rennen. Mach ich nicht. Ich mach nochmal das. So, ich habe entschieden. Ich auch. Ich mach wieder Verteidigung mit meinem Nein, Leben. Ich auch. Das jetzt ja kacke. Du fängst an. Erstmal würfeln. Oh, 12. Das ist ein kritischer Erfolg. Das heißt, du kannst zwei Grundtechniken einsetzen oder eine praktizierte Technik. Du könntest jetzt also wieder die Flammenwand tatsächlich einsetzen, diesmal ohne Kästchenerschöpfung. Oder eben zwei Grund- oder gemeisterte Techniken. Gemeisterte hast du noch nicht. Das passt ja cinematisch und nicht so gut, jetzt nochmal so eine Feuerwand hochzuziehen. Ja. Nee, ich mache... Dann kannst du zwei der Grundtechniken verwenden von Verteidigen und Manövrieren. Kann ich, also ich würde mich gerne bereit machen und mir dadurch, weil ich habe ja noch an sich den Vorteil noch durch meine Feuerwand und dadurch, dass sie da erstmal komisch hinkommen musste, ja, dass dann mir dadurch einen erzählerisch sinnvollen Status verleihen. Ja, auf welchen würdest du abzielen und warum meinst du, würde das funktionieren? Ich würde sagen, begünstigt, weil ich ja im Endeffekt mein Feuer und meine Arena gesetzt habe. Ja, du willst begünstigt sein? Ja. Okay, gehe ich mit. Das heißt, man kriegt jetzt ein Kästchen Erschöpfung machst dich oder deine Umgebung bereit, das hast du quasi mit dem letzten Schritt getan und du bist jetzt begünstigt. Das heißt, du kannst beim nächsten Abtausch eine zusätzliche Grund- oder gemeisterte Technik wählen. Gesundheit. Was machst du mit deiner zweiten Grundtechnik? Du kannst ja auch noch jetzt Gesundheit kontern oder eine Position einnehmen. Ich möchte kontern. Du wappnest dich gegen Angriffe. Immer wenn Gegner dir Erschöpfung einen Zustand zufügen oder dein Gleichgewicht verschieben, konterst du damit, dass du ihnen ein Kästchen Erschöpfung zufügst. Alles ja. Klar. Dann ist die Kommandantin dran. Sie steht über dir und konzentriert sich und richtet einen Strom aus Feuer, den sie runter auf dich zuschickt, auf dich hinabstrahlen lässt. Sie nimmt dafür ein Kästchen Erschöpfung. Du bekommst den Status beeinträchtigt. Oh, da zählt Kontern nicht. Keine Sorge, das kommt noch. Sie konzentriert ihre ganze Energie. Sie markiert noch drei weitere Kästchen Erschöpfung bei sich und fügt dir noch die Zustände verloren und noch den Zustand verloren auch noch zu. Du bist in ernster Gefahr. Markiere alle paar Sekunden, die im Spiel verstreichen, oder zu Beginn jedes Abtausches ein Kästchen Erschöpfung, bis du dich befreien kannst. Ist verloren? Das ist verloren. Das heißt, sie konzentriert sich und schickt einen riesigen Feuerschwall nach unten auf das Schiff, den du mit Mühe zusammen mit einer Flammenwand von dir abgehalten bekommst, aber der dich so richtig so ein Stück nach hinten schiebt, zurückschiebt. Brennt das Schiff schon? Das Schiff ist an Teilen des Decks... brennt es. Ne? Flammenwand, das Segel hat so ein bisschen angefangen zu lodern, weil sie von oben mit so einem riesigen Feuerschwall nach unten schickt. Boah, das ist wild. Genau. Du bist jetzt beeinträchtigt und verloren. Ne? So, das heißt, wir sind mit dem Abtausch durch. Wir sind zu Beginn des nächsten Abtausches. Du bekommst ein Kästchen Erschöpfung. Ach so. Wegen dem Zustand. Genau. Das ist aber jetzt beim zu Beginn des Abtausches. Das heißt, dein Kontern geht leider nicht mehr. Und dann suchen wir schon wieder aus. Keine Sorge, dauert einen Moment. Ich
Ich bereite schon mal unsere Rettung vor. So. Du musst erstmal jetzt defensiv bleiben. Zack. Ich habe entschieden, du auch? Ja. Ich habe vorstoßen und angreifen. Ich muss jetzt erstmal verteidigen und manövrieren bleiben, in der Hoffnung, dass ich den negativen Status loswerden. So, du hast jetzt auf jeden Fall erstmal, ne? Du bist beeinträchtigt. Du markierst ein Kästchen Erschöpfung oder du erleidest -2 auf alle körperlichen Handlungen. Das wäre jetzt so eine körperliche Handlung natürlich. Also das ist begünstigt. Also das ist wegen beeinträchtigt? Genau, das ist wegen beeinträchtigt. Ach so. Die Kämpfe sind das Regeldichteste im Spiel. Also muss ich das aussuchen, bevor ich würfel, ob ich jetzt... Das musst du jetzt vorher, genau, sonst kannst du ja gucken, ob die -2 schlimm sind oder nicht. Denk dran, dass du eine Technik extra einsetzen kannst wegen begünstigt. Genau. Dann nehme ich das in Kauf, -2 zu kriegen. Okay. Oh, das macht dann insgesamt 4. Wobei noch dazu kommt, du könntest auch eine Schöpfung nehmen und mit deiner Rolle würfeln, falls das für dich vorteilhafter wäre. Das wäre +1, also dann komme ich auf 5. Also du hast jetzt das -2 genommen, das heißt du hast 4 plus, du hast kein +3. Kommst nicht auf 7. Nee. Das heißt, das wäre ein Misserfolg. Aber jetzt könntest du... Mein begünstigt radiere ich weg. Um eine Position einzunehmen? Nee, das ist dann begünstigt, radierst du weg und kannst dafür trotzdem zusätzlich eine Grund- oder gemeisterte Technik einsetzen. Und du könntest dein Gleichgewicht von deiner Mitte weg verschieben, um eine weitere Grundtechnik einzusetzen. Dann könntest du trotzdem 2 Techniken einsetzen. Das ist gut. Dann würde ich das gerne machen. Mein Gleichgewicht verschieben, weiter Richtung Führung. Das passt auch cinematisch, weil ich das ja selbst in die Hand genommen habe. Ja. Und dann möchte ich eine Position einnehmen. Dadurch halt diesen Feuer, das ich noch so halb halte, wieder wegschießen und mein Verloren dadurch entfernen. Genau, das Verloren ist weg, das beeinträchtigt, behältst das du. Das bleibt dich noch. Und dann würde ich gerne wieder Kontern anmachen. Genau, die sich im Kampf mit dir befinden können, ein Kästchen Schöpfung markieren, um diese Technik abzublocken. Na? Du willst dich aus dem Feuerstrahl rausbewegen und bombardierst dir selbst damit. Sie fängt dein Feuergeschoss quasi ab, zieht das da rein unter Anstrengung, nimmt ein Kästchen Erschöpfung, um deine Technik abzublocken. Das heißt, du bleibst verloren. Oh nein. Und dann hast du noch deine zweite Technik, die du einsetzen kannst, eine andere. Bereit machen oder kontern? Kontern. Du wappnest dich weiter gegen, ne? Während das heißt, du wappnest dich weiter darauf, was sie jetzt als nächstes wohl noch zusätzlich tun könnte. Was sie tut ist, sie hat ja vorstoßen und angreifen gewählt, sie greift deinen Schwachpunkt an. Oh. Das heißt, sie trifft dich an einem schwachen Punkt, an dem du bereits verletzt wurdest. Sie markiert ein Kästchen Erschöpfung, um einer beeinträchtigten gegnerischen Person, du bist ja auch beeinträchtigt, innerhalb der Reichweite, mit der du im Kampf bist, zu treffen. Du erleidest so viele Erschöpfungskästchen entsprechend der Anzahl ihrer bereits markierten Zustände. Wie viele Zustände hast du denn? Du hast noch gar keins. 2. 2. Dann 2 Kästchen Erschöpfung. Beziehungsweise, ich habe gekontert. Also kriegt sie entweder 2 Erschöpfung? Also, du bekommst 2 Kästchen Erschöpfung. Ja. Und du fügst ihr 1 Kästchen Erschöpfung zu. Achso, weil das eine Aktion ist, mit der sie mir Erschöpfung zufügt. Genau, das ist eine Aktion. Das ist Vorstoß und Angreifen, Schwachpunkt angreifen. Das macht bei aber dir 2 Erschöpfungen. Ich nehme trotzdem die Erschöpfung auf mich. Genau. Okay, ich verstehe. Passt das, ne? So. Ja. Aber nicht mehr lange. Sagst du was nicht so schön wie wir? Sehr gut. Das waren jetzt so 3 Runden, ne? Ja. Das waren jetzt 3 Runden. Du bist gleich da. Du näherst dich bereits. Eine Runde machen wir noch. Du bekommst ein Kästchen Erschöpfung, weil du verloren bist. Wobei ich quasi auch aus der Nähe schon mal anfangen. Dann muss ich mein Gleichgewicht verschieben. Nee, dann Zustand markieren. Dann musst du stattdessen weil ich keine Erschöpfung nehmen können. Ja, dann werde ich unsicher. Das passt. Dann wirst du langsam unsicher, ob das eine gute Idee war. Ja. Das werde ich so langsam wirklich. Das ist leider am sinnvollsten. Ich habe entschieden. Hier konnte man nicht irgendwie... Ach so, Ausweichen und Beobachten macht sofort ein Kästchen, egal was ich mache, weg. Okay. Ja, allerdings erst, wenn es drankommt, ne? Ja, das ist richtig. Ist okay. Dann will ich Ausweichen und Beobachten. Ich mache wieder Vorstoß und Angreifen. Dann ist sie vorher dran. Sie greift wieder deinen Schwachpunkt an. Mhm. Nimmt dafür also ein Kästchen Erschöpfung.
Und sie hat noch ihre ganzen Zustände tatsächlich offen. Und ich krieg so viele Schaden wie Zustand. Das sind 3 Erschöpfung. Richtig. Also 2 Zustände. Plus noch was. Und dann muss ich Gleichgewicht verschieben. Ja. Oh oh. Nee, du musst nicht, wenn alle Zustände sind und du keinen weder Zustände noch Erschöpfung ankreuzen kannst, dann wirst du besiegt. Dann bin ich schon besiegt. Dann wirst du besiegt. Ach du Jemine. Ja, das ist gar nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt hatte. Bist du jetzt schon voll mit Zuständen oder hast du noch was offen? Ich habe einen zu viel, den ich markieren müsste noch. Oh. Also, sie spürt, wie du unter der Last des Feuers langsam zusammenbrichst und steckt nochmal ihre ganze Energie rein und erweitert den auf dich gerichteten Feuerstrom nochmal weiter. Und du wirst nach hinten gegen deine eigene Flammenwand quasi gedrückt, die sich quasi senkt und den Weg offen gibt, und du stolperst in Richtung der mehrgerichteten Reling. Das ist der Moment, in dem du durch das Wasser kommst du durchs Wasser angeschossen und schiebst dich so durch die Oberfläche nach oben und siehst, wie er zurücktaumelt. Teile seiner Kleidung sind weggebrannt, beziehungsweise brennen, und er selbst ist so konzentriert, er kann nicht die ganzen Flammen kontrollieren, ist an diese Reling gedrückt. Die Besatzung bildet quasi einen Halbkreis an der Stelle. Sie steht oben auf diesem auf dem Mast, beendet jetzt diesen Feuersturm und deckt ihn mit Flammengeschossen ein, um dann eine lange Peitsche zu erzeugen, die nach ihm schlägt, und er ist eigentlich nur noch so beim Abwehren, und eins rast auf ihn zu. Was willst du tun? Also eigentlich wollte ich, aber ich muss zugeben, ich wollte erstmal klären, ob ich dazu in der Lage bin. Ich wollte das Schiff eigentlich, also ich wollte so Wellengang erzeugen, damit das Schiff so hin und her schwankt. Das ganze massive Schiff? Ja. Ich trau mir das zu. Du traust dir das zu. Dann verlass dich doch mal auf deine Ausbildung. Verdammt. Währenddessen ruft sie so: Niemand kann meine Autorität untergraben. Stirb! Ich mach auf Fähigkeiten Ausbildung verlassen? Ja. Okay, gut. Da bin ich nicht eingeschränkt. Fokus. Ist in die Hose gegangen jetzt. Sie ist einer der stärksten NPCs. 10. Die man sich. 10. Ein kritischer Erfolg. Moment, was sagen hier meine Unterlagen? Bei einem kritischen Erfolg. Alles klar. Das ist ja ein voller Erfolg. Bei 7-9 ist es ja nur unvollständig, aber so. Also du fängst an, das Schiff, so richtig so hohe Wellen aufkommst du da so, und das Schiff fängt an so hin und her zu neigen. Man, auf der anderen Seite. Und im besten Fall hoffe ich, dass er dadurch auch über die Gangplank wird durch die starke Bewegung stürzt runter zur Seite, dass niemand auf das Schiff kommen kann. Er ist an die Reding ja gedrückt worden, und durch diese Schiffsbewegung, du bist sowieso durch, stürzt er über die Reding und fällt ins Wasser und fängt an, wie ein Stein zu sinken. Es löscht die ganzen Flammen an deinen Klamotten. Na, immerhin. Und du fängst an zu sinken. Und bist bewusstlos. Du bist nämlich außer Gefecht. Ich schwimme schnell raus hinterher und versuche dann, so eine Wasserblase mit Luft um uns zu bilden. Um euch zu bilden und unter Wasser zu bleiben. In dem Moment, wo das Schiff anfängt zu schlagen, so, sie haben so, nein! So, und so stehst du kurz so in der Flammen, denkst auch, sie verliert so ein bisschen die Kontenance, so. Findet ihn! Findet den Wasserbändiger oder wer auch immer hier gerade unterwegs ist. Und sie droht, den Halt zu verlieren, rutscht einmal so ab und hält sich dann noch mal kurz mit einer Hand fest und lässt sich dann aufs Schiff runterfallen, bremst kurz mit so Flammstößen aus ihren Füßen so ab, bevor sie so landet. So. Und das reicht. Setzt Duga fest. Kümmert euch einfach. Sie kommen aber erstmal nicht vom Schiff. Haben wir jetzt unser Schritt Chaos geschafft? Chaos ist geschafft, sag ich. Was auch immer da passiert, könnt ihr nicht sehen. Keiner von euch ist dabei in der Nähe. Du bist unter Wasser mit ihm im bewusstlosen Zustand. Du hast da Frischen, denk dran. Als Fähigkeit, die du einsetzen kannst. Und du hast in der Zwischenzeit, bist da lang gestohlen, und du hast gesehen, also Mosi ist tatsächlich auch mit einer Gruppe von Leuten losgegangen. Um sich das anzugucken, und als dieses ganze Chaos anbricht und die Flammen hochschlagen, legen die auch einen Schritt zu und die Blicke wenden sich in die Richtung. Du bleibst ruhig, so ruhig du sein kannst, während du von inneren Gewissensbissen geplagt bist. Aber du versuchst jetzt konzentriert bleiben. Das, was du tust, ist richtig. Ich mache das, um ihn zu retten und da zu kämpfen. Das hätte uns alle besiegt, und so kann ich noch ein Boot holen und alle retten, und dann schaffen wir es noch hier abzuhauen. Du findest aufgrund ihrer Beschreibung ein passendes Boot, das du losmachst.
in dem Moment, wo du es von Steg wegstößt, kommt da jemand lang so, hey, du bist aber nicht Lin. Was machst du mit dem Boot? Hey! Wie reagierst du? Ach verdammt, du darfst ja nicht mehr. Auftrag von Mosi, ganz schnell da zum Gefecht zu gehen. Da irgendwer kämpft mit Ninka. Es ist ein Riesenfeuer und alles kaboom. Das ist ganz technisch gesehen nicht gelogen. War ja ein Auftrag für andere, dahin zu kommen. Also er ist dahin unterwegs, das willst du quasi ja sagen. Ja, ne? Genau, das wollte ich sagen. Okay, du versuchst dich mal wieder drumherum zu drücken. Okay. Und er so. Okay, dann und kommt los, um auf das Schiff drauf zu springen und mit dir mitzufahren. Nimm ein extra Schiff, wir müssen die Leute da mit einladen. Wir brauchen so viele Schiffe, wie wir kriegen können. Mach mal appellieren, bitte. Gott, Schatz. Nein, wir können viele Schiffe gebrauchen. Okay, das ist noch mal. Hat sie Lügen nicht sowieso schon durchstreichen müssen, weil sie so aufgetan eigentlich hat? Eigentlich schon. Was ist denn? Ja. Harmonie. Das ist eine 8. 9. 9, das ist ein Erfolg. Was soll er tun? Bei appellieren. Also, dass sich dann halt, was du gesagt hast. Okay, also, was er sagt. Okay, okay. Ich, wir treffen uns da. Okay. Alfek, du hast das Schiff losgelöst. So, wo willst du jetzt hinfahren mit dem Schiff? Wo willst du es hinsteuern? Ich brauche ein bisschen Übersicht, wo wir... Ich möchte in einem größeren Abstand in Richtung... Um das zeitlich zu verorten, ne? Du musst jetzt das Schiff finden und ja, dann losmachen und so ja, weiter. Genau. Das ist die Zeit, die du brauchst, um hinzukommen. Das heißt, ihr beide seid gerade unter Wasser, eher bewusstlos. Also, du bist auf dem Schiff. Ich möchte in Richtung der heulenden Inferno. Aber so, dass es nicht super offensichtlich ist, ist das schwierig. Es ist halt ein Schiff, das sich auf die heulenden Inferno dazu bewegt. Okay, ja, du fährst also auf die heulenden Inferno. Ich möchte halt, dass ich die beiden wirklich einlade und dann einfach hoffe, dass die dann abgelenkt sind und wir uns. Okay, du fährst auf die heulenden Inferno zu. Die gehen alle auf was den macht Dude, ihr? Der auch hinfährt und dann. was macht ihr beiden in der Zwischenzeit unten? Also, du machst gerade nichts, das tust du. Ich bin halb verreckt. Ihr seid, sagen wir einfach mal, ihr seid jetzt bis auf den Meeresgrund, der da nicht so weit unten ist, runtergesunken. Du hast so eine Blase um euch herum geschaffen, die langsam ein bisschen kleiner wird, beziehungsweise der Sauerstoff durch Kohlendioxid ausgetauscht. Also der Kohlendioxidanteil steigt, aber einige Minuten Zeit. Das ist jetzt nicht so, dass das sofort alles ist. Du hast halt eine relativ große Luftblase von oben einfach mit runtergenommen. Er ist ja bewusstlos, ne? Er ist bewusstlos. Er sieht, er ist geschunden, Brandverletzungen. Das heißt, für mich wird es aber schwierig, diese Kugel aufrecht zu erhalten und gleichzeitig im Zweifel uns auch noch zu bewegen. Die ist halt nur gleichzeitig zu bewegen, also ihn mitzuziehen, doch, das ginge schon. Wenn du halt erfrischen und das machen willst, bändigst du verschiedene Dinge. Ja, das könnte dann kompliziert werden. Das könnte kompliziert werden. Also das heißt, ich hatte nämlich eigentlich überlegt, dass wir irgendwie... Ja, ich weiß. Alles oder aber er muss halt noch kurz durchhalten. Ich schlepp ihn dann einfach irgendwie in dieser Kugel... Weil ich wollte ja schon weg da und ich hatte eigentlich überlegt, irgendwie in Richtung der Güter, die wir eigentlich mitnehmen wollten, irgendwie Richtung dieser, wie heißt das Ding nochmal? Höhle. Nee, Höhle, aber mit dem... Messerhöhle. Die Höhle der Deutsche. Nee, aber wie heißt das Wasser da? Du meinst die Lagune, die eigentlich eine Bucht ist, wie wir gecheckt haben. Eine Lagune wäre getrennt vom Meer, wir wissen das. Genau, also in Richtung der Bucht, an der die Höhle liegt. Weil ich ja dachte, wir wollten da noch Sachen mitnehmen. Willst du ihn bewusstlos mitschleifen? Er sieht schwer verletzt aus. Ich betone es nur nochmal. Ja, aber ich kann ihn ja nur versuchen zu heilen, wenn wir irgendwo an Land sind und uns nicht gleich jemand... Du fängst an, ihn über den Meeresgrund, der ja super nass ist, durch diesen schweren Sand zu schleifen. Wodurch natürlich, bleiben drin stecken. Wodurch du nur langsam vorankommst. Und irgendwann ist es aber so, ne, also nur... nach einer Minute oder zwei Minuten schon, siehst du, wie sich halt ein Boot, das eben ungefähr von unten, wenn du den Kiel siehst, der Größe entspricht, die du mit Min besprochen hast, wie das anfängt, sich so zu nähern und gleich über euch hinwegfahren wird. Kann in ich Richtung irgendwie Wasser Schiffes. Nutzen, um irgendwie so eine Hand, so Hallo oder so zu machen? Ja, du kannst auch oben eine Ausbeutung aus dem Wasser raus machen. Und dann winke ich so. Okay, du hältst irgendwie so diese Blase aufrecht, und drückst gleichzeitig nach oben Wasser raus. Man sieht, hier stehen so ein paar Schweißperlen auf der Stirn von der ganzen Anstrengung die ganze Zeit. Du nährst dich, ne? Du fährst quasi um Schiffe drumherum. Es ist so leicht alles um diese Insel so ein bisschen rumgezogen, also mit Krümmung, dass du rumkommst. Und es kommt halt das Schiff in sich. Du siehst, dass Teile der heulenden Inferno in Flammen stehen, wobei gerade Leute dabei sind, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Und auch zwischen den Schiffen durchlogen siehst du, dass... mit Seilen und war vom Schiff gesprungen. Auf dem Steg davor ist Chaos ausgebrochen. Irgendwie die Mannschaft der Heulenden Inferno und die Mannschaft der Flammenden Flut befinden sich in einer kämpferischen Auseinandersetzung.
Wasser wird teilweise rausgezogen und schwappt irgendwie drei Leute weg. Jemand anderes schnappt jemanden und verpasst ihm einfach so eine Kopfnuss, um ihn dann nach hinten ins Wasser zu stoßen und so weiter. Also da ist Chaos unterwegs. Und dann vor dir biegt sich das Wasser noch oben raus aus den natürlichen Wellen und hat jetzt keine Fingerglieder oder so. Das ist, wäre jetzt zu schwierig, aber macht wie so eine Flosse, so eine fast schon winkende Bewegung. Okay, darf ich reagieren? Klar. Ich würde, ich weiß nicht, wie groß das Schiff ist. Gibt es da schon auch die Möglichkeit, dran hochzuklettern? Gibt es eine Leiter? Das liegt nicht so super. Also ich werfe einen Rettungsring rein, den ich am Boot festbinde, dass ihr beide euch erstmal dran festhalten und lenke das Schiff möglichst wieder so, dass wir rausfahren, also Richtung der Höhle und nicht noch näher Richtung Stegdamm, um Aufmerksamkeit zu vermeiden. Okay, also du fährst so ungefähr die Stelle zu. Du siehst wieder so einen Rettungsring oben auf der Wasseroberfläche landen. Also der ist am Boot festgemacht, ne? Ja, mit so einem Seil, das habe ich mir schon gedacht. Ja, genau, dann würde ich den Bewusstlosen schnappen. Ja. So unterhaken, nach oben tauchen, den Gang greifen und unsere Köpfe dabei versuchen, über Wasser zu halten. Genau, die Köpfe deiner beiden Begleiter tauchen auf. Du ziehst diesen Rettungsring ran, hilfst dann erst den Bewusstlosen Kenshin ins Boot zu hieven und dann dir reinzuhelfen. Du bist auch ziemlich fertig. Ich auch. Und dann wärst du jetzt in der Lage, natürlich erfrischend einzusetzen. Genau. Du drehst das Boot um und fährst einfach in die andere Richtung weg und hoffst, dass niemand groß das bemerkt. Genau, also erstmal weg und dann Richtung Höhle. Das sind die Prioritäten. Genau, wie könnte ich denn jetzt versuchen, erfrischend einzusetzen? Also dadurch, dass es nicht im Kampf ist, musst du nichts würfeln oder so. Du würdest einfach diese Technik, die du erlernt hast, jetzt in Ruhe einsetzen. Müsstest die Erschöpfung markieren. Mhm. Ja. Bevor wir das machen, möchte ich eine Sache machen. Ja, jawohl. Ich möchte gerne Rat und Trost spenden, ne? Weil wir haben es geschafft, jetzt aus dem Kampf rauszukommen. Wir sind weg von ihr. Sehr gut. Es hat uns bis jetzt noch keiner gesehen. Wir sind alle so miteinander beschäftigt. Wir sind so kurz davor, unser Ziel zu erreichen. Wir müssen nur noch zur Höhle beladen und abhauen. Und die werden auch erstmal, es dauert zwar eine Stunde, aber die werden bestimmt auch erstmal beschäftigt sein zu kämpfen. Bis sich das alles gelegt hat, sind wir weg. Richtest du quasi an sie, die dich als Leitstern hat. Musst du dann überhaupt würfeln, weil Rat und Trost spenden bei dir sowieso greift? Als Leitstern von deinem Leitstern? Nee, ja, ich glaube. Rat und Trost spenden musst du sie würfeln trotzdem. Achso. Das wäre dicke Schwierigkeit. Nee, wenn ich meinen Leitstern. Wenn du selbst. Bei einem Problem um. Genau. Hier Rat oben. Bitte? Das ist zum Wechseln, ne? Eine andere Person, die Rat und Trost. Okay, dann würfel doch mal bitte. Ich oder wer? Nee. Mir würfelt auf Harmonie. 7, 8. 8. Dann wählst du eins aus. Du kannst einen Zustand erfahren. Zustand oder wie viel Erschöpfung? 2 Kästchen. Und du darfst dann auch noch eine Frage stellen, die sie dir ehrlich beantworten muss. Ach Gott, ich oder sie? Sie kann dir eine Frage stellen, die du ehrlich beantworten musst. Also musst du aber nicht. Aber du kannst. Ich glaube, ich würde 2 Erschöpfung. Ja. Entferne 2 Erschöpfung, beziehungsweise ich mache einfach eine weg, weil erfrischst du ihn, ja? Das war ein bisschen der Plan, deswegen habe ich ein bisschen zwischengeworfen, damit du ein bisschen erfrischter und erfrischen kannst. Okay, dann. So, wie funktioniert das denn? Du hast es ja gut aufgeschrieben. Du löscht bei ihm, glaube ich, 3 Erschöpfung. Genau. Wow. Einen passenden Status. Einen Status löschen und 3 mehr Erschöpfung oder 2 Zustände. Das mit dem Status, ne? Also die sind nach dem Kampf durch das Bewusstsein loswerden im Prinzip weg, aber sozusagen beeinträchtigt. Und dann 3 Kästchen oder 2 Zustände? Das ist jetzt die Frage. Naja, das muss ja nicht ich entscheiden, oder? Doch. Du machst das. Achso, du hast freie Wahl, das ist alles. Achso, das ist alles voll, ne? Das ist jetzt die Frage. Können wir anders noch Zustände wegkriegen mit Rat und Trost spenden auch? Ja, das ist alles. Aber Erschöpfung kann man sonst auch durch Ausweichen und Beobachten wegkriegen. Wenn man das, also das geht natürlich nur im Kampf, man kann das jetzt nicht wenn man es ankommt und nicht vorher wegrasieren. Genau. Hast du beim Rat und Trost spenden, hast du selbst die Erschöpfung genommen? Muss ich selber Erschöpfung nehmen? Nee, musst du gar nicht. Muss ich gar nicht, ja weil nicht. Das wäre ein Problem gewesen, das kann genau. Ich nicht. Dann hättest du einen Zustand oder 2 Kästchen ins Erschöpfung löschen. Genau, vielleicht der Einfachheit halber, dass du die Erschöpfung löschst, das war erstmal zu sagen, du kommst zu Bewusstsein, aber du hast sämtliche Zustände. Ja. Du bist gerade sehr durch. Solange mich jetzt keiner ermahnt, da habe ich jetzt plus 4 drauf wegen den ganzen Angemalten. Also er würde jetzt, er wäre sehr beeinflussbar mit anderen Worten. Darf ich mir das wie viel Erschöpfung darf ich denn wegradieren? 3. Wow, genau. Okay. Dann steuert ihr jetzt das Boot in Richtung
der Höhle, um zu hoffen, dass die Zeit reicht, um die Sachen einzuladen. Wobei er nicht so eine super krasse Hilfe für eventuell ist. Aber wir brauchen noch jemanden, der im Zweifel Wache und so auf das Schiff aufpasst. Nimm deine Wut und... Genau. Und Unsicherheit und Ängstlichkeit. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Ich wollte überlegen, ob ich das kann, aber jage ich jetzt die Vögel aus dem Urwald, damit ihr gestärkt noch mehr... Kann ich es nochmal machen und ihm auch... Worte spenden. Alles wird gut. Ja, denkt auch immer daran, dass ihr, wenn es narrativ passt, irgendwas einbinden könnt, was diese Zustände löscht vom Handeln her, ne? Okay, also ich möchte auf jeden Fall, dass du so alles. Alles. Okay, ich kann ja auch mal ein bisschen deine Zustände ansprechen. Also, du bist ja wahrscheinlich ein bisschen verwirrt aufgewacht, richtig? Mhm. Okay, dann erstmal. Du bist in Sicherheit, wir haben es geschafft. Sie ist zwar nicht besiegt, aber die kämpfen alle gegeneinander und unser Chaos ist erreicht. Nein. Es war super, dass du gegen sie gekämpft hast. Ich hätte mich das niemals getraut. Es tut mir super leid, dass ich weggerannt bin und weggefahren bin. Aber ich wollte eigentlich nur Hilfe holen, damit wir wegkommen. Ich habe gedacht, wenn wir alle gegen sie kämpfen, gehen wir alle drauf. Und ich dachte, ich suche uns einen Rettungsweg. Und wir haben es geschafft. Erstmal, fürs Erste. Und fürs Erste für Sicherheit und schaffen es. Dann mach mal ein Harmonie-Wo. Und ich würde gerne mein Schuldbewusstsein kriegen. Aha. 10. 11. Nice. Was war jetzt dein persönliches Opfer? Na. Eine Rede halten? Warte, das muss ich denn machen? Was? Das kann ich denn machen? Bringe ein persönliches Opfer, um eure Schuld zu tilgen. Das wäre, wenn du dich jetzt mal in den Weg wirfst. Kann ich mein Unsicher wegkriegen? Dein Unsicher? Mach ich etwas Tolkienes. Ich habe ein Schiff geklaut, ohne mich mit dem Team zu besprechen. Das ist was Tolkienes. Das mit dem Schiff klauen hast du mit ihr besprochen. Ach, verdammt. Hey, darf ich mir Unsicher wegmachen? Nee, das ist erst danach passiert. Das ist erst danach passiert. Aber ja, hättest du gekonnt, wenn du es davor gehabt hättest. Könntest du mir Rat und Führung spenden? Rat und Trost spenden? Er ist eine weise Person. Ah, ist das so? Ist das wirklich so? Eine weise oder mächtigen Person? Ich glaube, das ist alles nicht so gemeint. Wir können alle verängstigt wegmachen. Wir sind aus vor Gefahr oder Schwierigkeiten geflohen. Flieh vor Gefahr oder Schwierigkeiten. Das akzeptiere ich. Okay, du darfst ein verängstigt wegmachen. Okay. Mac, ich hier gerade nicht rausgehandelt. Und ich habe dir Rat und Trost gespendet. Was ja dann auch zwei Zustände wegmachen kann, oder? Genau, das war ja eine 10 wieder. Mhm. Das heißt, er nimmt auf jeden Fall den Rat und Trost an. Und du kannst sein Gleichgewicht noch verschieben, wenn du willst. Willst du das Richtung ein bisschen, willst du es verschoben? Das musst du jetzt für mich entscheiden. Das musst du ja in dem Moment entscheiden. Weißt du, ich denke, wie wäre er dir denn lieber? Ich denke, wir können wieder ein bisschen Richtung Unterstützung gehen. Das war schon ziemlich egoistisch gehandelt und ein bisschen mehr Teamwork könnten wir hier gut gebrauchen. Das wäre schon ganz lustig gewesen, wenn er auch irgendwann über... Ah, das hätte ich auch noch machen können. Das muss ich mir aber noch merken. Ich habe das jetzt wenig gemacht. Ich hätte ja natürlich auch an deine Prinzip appellieren können und dich dann quasi über die Kante geschicken können in Richtung Führung. Also im negativen Sinne dann halt Egoismus durch das aus dem Gleichgewicht geraten, das ich hätte provozieren können. Mhm. Das wäre auch spannend gewesen. Okay, ihr begebt euch also in Richtung der Bucht. Mhm, ist eine Bucht. Nicht Lagune. Bucht. Um dort einzulaufen, dorthin zu kommen. Bevor wir da landen, ne? Also, wenn das in Sichtweite ist, würde ich gerne die Situation. Einschätzen, um zu gucken, ob wir die Wachen sehen. Ja, das hätte ich dir jetzt sowieso verraten. Die Wachen sind nicht zu sehen. Es ist wahrscheinlich davon auszugehen, mach mal deinen Wurf. Kreativität. 10. Zwei Fragen. Die erste Frage ist: wonach sollte ich die Augen offen halten, nehme ich mal an. Genau. Die Wachen sind weg. Und wahrscheinlich ist es so, dass sie natürlich, also die waren ja in einem sehr schlechten Zustand, als sie wieder zu sich gekommen sind und dass sie sich dann mühsam auf den Weg Richtung Siedlung gemacht haben, wo sie jetzt irgendwann wahrscheinlich auch ankommen könnten. Aber ja, so ewig ist es ja noch nicht her, dass ihr hier wart. Seitdem ist einiges passiert und die werden aufgrund ihres Zustandes nur langsam vorangekommen sein. Wenn sie jetzt da ankommen, erzeugt es zusätzliches Chaos, aber wenn irgendjemand anfängt auf sie zu hören, könnte es natürlich sein, dass Leute hier auftauchen. Die Wachen sind aber dafür jetzt doch gerade nicht da. Wer oder was ist hier die größte Bedrohung? Die größte Bedrohung ist, dass hier jederzeit eine Truppe Piraten auftauchen könnte, die euch dabei unterbrechen könnte. Okay, Plan. Mhm. Einer bleibt auf dem Schiff und hält es abfahrtbereit. Wir laden auf und sobald und hält Ausschau nach. Ja, und wir Unterstützung vereinbaren und jetzt unser ein Signal dafür, dass wir abhauen, weil wir versuchen, so viel wie möglich auf dieses Schiff zu laden. Wenn wir es nicht schaffen, alles zu laden, dann nehmen wir das, was wir kriegen können. Habt ihr irgendeine Idee, wie ihr den Prozess des Beladens beschleunigen könntet? Stellt euch eine
Was ist Ladung an Kisten und Fässern und auch Beuteln vor, die einige Kubikmeter umfasst. Was ist da so drin? Man könnte schnell ein paar Palmen mit einer Wasserpeitsche fällen und dann kann man die so langrollen lassen. Ja, sowas wollte ich auch überlegen. Was ist drin in den Beuteln? Unterschiedliche Dinge. Teilweise halt auch Geld. Sind da hitzeresistente Sachen drin? In manchen nicht. Was, worauf willst du hinaus? Ich will die so nehmen und dann so wegschießen, auch dann so, so halt die 100 die Meter aus selbst noch so hochschießen oder so. Also und dann fliegen die so. Ist das? Oh, oder schwimmen die? Ich kann so einen kleinen Fluss machen und dann lassen wir das so runterfließen. Oder wir bauen spontan einen Kanu. Oder wir machen so Eis und schieben es auf so einer Eisfläche lang, weil dann rutscht das schön. Ah ja, ich, okay. Ja, das ist eine Eisrutsche. Ich mache eine Eisrutsche, finde ich gut. Aus dem Höhlenbereich so raus, wo der Tisch ja noch mit den ganzen Dolchen steht. Übrigens, an dem kommt ihr jetzt ab und zu vorbei. Den schieben wir aus dem Weg, dann wir platzen. Den schiebt ihr aus dem Weg. Okay, du schiebst diesen Tisch zur Seite, so, um Platz zu schaffen. Dabei fallen einige der Dolche da drauf um, weil sie nicht so tief drin gesteckt haben. Zwei fallen auch so zur Seite runter, scheppernd. Es ist fast ominös, dass der Dolch, der vermutlich zur flammenden Flut gehört, einer der Dolche ist, die umgefallen sind. Du ziehst quasi Wasser aus der Lagune, Bucht, und da so rein und versuchst eine Rutsch-Eisbahn zu erschaffen, was dir auch gelingt. Und dann rollt bzw. schiebt ihr diese Kisten da runter, um das schneller zu machen. Mach dir noch mal was. Ich schieb die Kisten auf die Eisbahn und du gehst Richtung Schiff und schießt die mit dem Wasser auf das mit Schiff drauf. Mit dem Strahl. Also nach oben, so wie so ein Geysir, dachte ich jetzt. Okay. Ja, das macht ihr also. Gerne. Damit seid ihr eine ganze Weile beschäftigt. Bis schließlich, aber ihr seid noch nicht ganz fertig. Es fehlt sicherlich noch etwa ein Viertel der Ware, die ihr auf dem Schiff verstauen wollt. Als eine Gruppe von drei Leuten aus dem Dickicht tritt. Ha, also hatten die Wachen doch recht, als wir auf sie gestoßen sind. Ihr erkennt eine der Personen. Bei ihr handelt es sich um Macau. Von der Flotte des tanzenden Edelmanns, den Waffenmeister. Von Kapitän Mosi. Feuerwand. Der war nicht. Ihr habt nicht zufällig etwas mit dem Chaos in der Siedlung zu tun. Kaum seid ihr einen Tag da, gehen sich alle an die Gurgel und hier seid ihr. Und räumt die Höhle aus? Du gehörst jetzt zu Linka. Kannst du irgendwie argumentieren, dass es im Auftrag ist, diese in Sicherheit zu bringen, bevor... Wobei das nicht weiß, ne? Also das ist so kurzfristig. Aber ja. Kannst du versuchen zu argumentieren? Ja. Aber wo? Sind wir jetzt am Schiff oder eher... Also können wir alle mit denen reden? Die sind aus dem Dschungel getreten und kommen von der Seite her den Strand entlang auf den Höhleneingang zu. Du warst ja beschäftigt eher bei dem Boot... die Sachen dann immer so mit dem Wasser hochzuheben und dann auf das Schiff zu balteln. Also bist du wahrscheinlich auf dem Schiff sogar. Also ein Stückchen weiter weg. Ja, Mann, eigentlich wollten wir unseren etwas erschöpften Kameraden ja doch auch eher am... Dass er quasi am Höhleneingang steht? Nee, eigentlich am Schiff lassen, dachte ich. Aber damit auch am Schiff lassen. Das heißt, du bist hauptsächlich mit dem Hin- und Herschieben unterwegs, aber wenn du die aus dem Wasser hochhiebst, musst du irgendwie beim Schiff auch sein. Ja. Ne? Ja. Dann warst du hauptsächlich für das Hin- und Herräumen zuständig. Vielleicht hast du auch ein paar kleinere Sachen getragen, aber bist jetzt eher beim Schiff. Das würde bedeuten, du bist jetzt die eine Person, die quasi gerade auf dem Strand steht, weil du gerade ein Fass runtergerollt hast, dass du gerade so ins Wasser hast platschen lassen und drehst dich zur Seite und da steht halt Macau, der zwei gebogene Säbel trägt am Gürtel und vor den anderen beiden steht, die sich ein bisschen nervös anschauen, die dazugehören. Und wie gesagt, er hat die Frage gestellt. Also, ne, finde ich euch hier. Habt ihr dazu irgendwas zu sagen? Darf ich auch darauf antworten oder geht es speziell an Sie? Also ne, das richtet sie hauptsächlich an, natürlich, weil sie am dichtesten da ist. Aber ihr beide könnt es durchaus mitbekommen. Hm? Nochmal an wen jetzt? An sie richtet sie sich das hauptsächlich. Achso, die war okay. Ich biete ihr den einen Goldsack, den ich gerade habe, im Tausch dafür, dass sie jetzt uns in Ruhe das machen lässt. Du bietest mal einen Goldsack dafür, dass sie euch da weglässt. Das, ist eine nette Idee, aber wie soll ich denn das erklären? Ich bin hierher geschickt worden, um die Höhle, um zu checken, was hier los ist vom Kapitän. Und wenn ich mit einem Goldsack wiederkomme, aber die Höhle leer ist, ich fürchte,
Das werdet ihr nicht bezahlen können. Ja, meine Kameradin macht ja eine Scherze. Eigentlich sind wir von Minka hier. Sie braucht all ihre erfahrenen Leute auf dem Boot, damit sie nicht gestürzt wird. Und wir als Neuankömmlinge müssen natürlich jetzt hier einmal die Schätze in Sicherheit bringen. Jetzt brauche ich einen Austricksen-Check. Ich kann dich da nicht unterstützen. Oh, na, eins das ist massiv in die Hose gegangen. Was Austricksen ist, was Kreativität? Austricksen ist Kreativität. In der Zeit versuche ich auf jeden Fall noch so viel wie irgendwie noch. Ich glaube, der Fakt, dass ich komplett angefackelt bin, macht mich nicht glaubwürdig. Er zieht so die Schwerter so aus den Scheiden, wirbelt sie so rum. Und du kannst erkennen, auch als jemand, der mit Waffen kämpft, dass er Erfahrung damit hat. Also, das glaube ich nicht. Ninka hat gerade andere Probleme, als hier Sachen holen zu lassen. Wie kann ich einschätzen, wie gefährlich er ist? Du kannst die Situation einschätzen. Ich versuche in der Zeit auf jeden Fall noch so viel. Das hätte ich mal machen sollen, bevor ich den Dropkick gemacht habe. Von den Sachen, die da rumstehen, noch auf jeden Fall aufs Boot zu bringen. Das ist eine 7 plus Kreativität. Das ist, bleibt 7. Das bleibt 7. Ja, dann kannst du mir eine Frage stellen. Kannst auch ein bisschen abwandeln. Das muss nicht exakt die sein, ne? Hm. Du wolltest was wissen? Du wolltest ihn einschätzen. Ja, ich wollte eigentlich einschätzen, wie stark er ist und ob es sich vielleicht lohnt, gegen ihn zu kämpfen oder ob es besser ist, einfach abzuhauen. Er dürfte ein versierter Kämpfer sein. Wäre dir sicherlich ungefähr ebenbürtig. Und ihr habt ja schon mit ihm Kontakt gehabt. Er macht einen gewissen, macht einen auf sie tatsächlich. Ich sehe gerade, dass Macau sie ist. Ich habe jetzt von einem geredet, es bleibt ein R. Macau. Er macht einen gewissen. Es ist schwierig, in Worte zu fassen. Er ist kein hinterhältiger Charakter. So halb aufrichtig, oder was? Yes. So aufrichtig wie ein Pirat sein kann. So aufrichtig, also eine gewisse Loyalität auch, vielleicht eine gewisse Verbundenheit. Ne, ihr habt das Gespräch mit ihm ja geführt auf der Hinfahrt, wo er sich eine Weile mit euch unterhalten hat. Und daraus ist das noch in Erinnerung. Die anderen beiden sind Handlanger, nicht zu unterschätzen, aber er ist hier der Chef dieser kleinen Gruppe. Hauen wir ab oder versuchen wir zu kämpfen? Du musst mich entscheiden. Ich versuche irgendwie so, euch ans Schiff ranzuwinken. Okay. Okay. Sind wir schon in einem Kampf? Nee, ne? Also euch fehlt noch ein gutes Viertel von den Sachen, aber ist egal, ja? Ja, aber ich mach Feuerwand. Ja, ist egal. Um uns zu distanzieren von okay. Das darf ich ja einfach so, weil das ist ja mittlerweile ja, es ist auch erlernt. Erlernt. Okay, du und vom Schiff aus aufgestützt. Stößt so die so einen Flammschwall aus und ziehst den Strand entlang eine Flammenwand hoch, die dich von ihnen abtrennt und der so, ach, Feiglinge. Dann stürmst du zum Schiff. Und wir kriegen spontan noch so 2 Dosen mehr rein. Genau, das, was du noch in der Hand hast, nimmst du mit. Den Goldsack. Das Fass, was sie gerade noch ins Wasser gerollt hatte. Kannst du mich festhalten, während ich versuche, noch ihm doch hinterher zu springen? Durch mein Feuer durch! Sag mal, bist du verrückt? Er hat mich einen Feigling genannt. Niemals aus einem Kampf, Lina, war was, ne? Ja, und? Aber wenn du was Tollkühnes machst, kannst du auch irgendeinen Zustand loswerden. Also wenn du jetzt auf die Flammenwand einfach zuläufst, würde ich sagen, dass er sie so senken kann, dass du durchkommst, ohne 4 Kästchen Erschöpfung zu nehmen. Er soll mich festhalten. Er soll mich festhalten. Du möchtest gar nicht verstoßen. Von dir weg. Du bist doch am Strand. Die anderen beiden sind beim Schiff. Ach so, oh verdammt. Was tust du? Kannst du auch mit deiner Rolle wieder brechen und dich erneut weiter in Richtung Freiheit verschieben? Was übrigens passieren kann, ist, ich weiß nicht, wer alles noch dabei ist in Episode 4, aber ein Rollenbuch kann auch quasi beendet sein und dann wechselt man auf ein anderes Rollenbuch. Kann auch ein Ergebnis sein von Charakterentwicklung. Aber du könntest halt auch... Und bei dir riecht es langsam danach. Ja. Du könntest ja auch deine Unsicherheit, ne, macht etwas Tollkühnes, ohne es mit dem Team abzusprechen, dann wirst du auf jeden Fall Unsicherheit los. Richtig. Ja, sie, hat auch, sie ist halt auch immer noch voller Schiff. Ich habe euch auch zwischendurch nicht wirklich mal ausruhen lassen, das ist alles ein Tag. Also ich renne in seine Richtung, drehe aber noch kurz vorher um und renne zum Boot. Also die Flammenwand hochgeht quasi, dass du bewegst dich schon auf ihn zu, hast die Fächer gezückt und in dem Moment geht die Flammenwand hoch, die so dir einen Moment des Überlegens gibt und du so... Nein, das ist nicht die richtige Entscheidung jetzt. Ich habe eben schon mal mein Team im Stich gelassen. Wir müssen jetzt wirklich... das. Aber du hast, dass du niemals dich aus dem Kampf zurückziehst als ein Prinzip, ne? Ja. Dann unterstreich das mal bitte. Verschiebe dein Gleichgewicht 2-mal Richtung Freiheit. Und das ist gerade so an der Grenze. Ne? Ja. Markiere Wachstum. Die sammelt hier das Wachstum, ne?
dieser. Ja. Hey, ich wollte gegen. Nein, das ist, ich muss fürs Team handeln jetzt, das ist wichtiger als. Du kommst zurück, hüpfst quasi noch auf einmal auf das Fass drauf, stößt dich von dem Fass ab, um dann an das Schiff ranzuspringen, dich raufzuziehen. Du ziehst mit einer Welle erst das Fass noch so ran. Auf jeden Fall. Und dann gebe ich uns, dass wir quasi mit der Flut... Machst du einen Antrieb, ne? Fängst du an, das Schiff Antrieb. Aus der Bucht raus zu steuern. Wie breit ist das Schiff steuern. So? Das ist nicht besonders breit. Das kann man so eine Armlänge machen? Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Es muss ja auch... einen gewissen Frachtraum gibt es drin, ich weiß, dass ihr Sachen reintun könnt. Obwohl, nein. Was ich mache ist, ich kann ja so warme Luft machen auch so irgendwie, ne? Du kannst also Feuer machen, dass dann... Wenn ich so Feuer mache, aber das kommt nicht so ganz bis ans Segel ran, kann ich dem Segel so extra Boost geben? Ja. Es ist quasi ein Heißluftballon. Ja, ich verstehe die Idee dahinter. So viel, dass es noch zusätzlich zu der... Also der Effekt mit der Welle, die es vorantreibt mit dem Wasser und dieser Luft, das würde jetzt, ich sagen, deshalb beschleunige ich das dann nicht nochmal, weil wenn der Wind das Schiff voranträgt, dann braucht die Welle das halt nicht mehr. Also eins von beiden macht ja mehr Energie quasi, also mehr Vorwärtsbewegung. Kann ich Ultra Turbo und auch meine Finger ins Wasser stecken? Um dann was zu tun? Extra Torpedo-Antrieb. Ich fächer glücklich vor mich hin. Ich habe gerade Angst, dass ich mich hier, dass ich meine mangelnden Physikkenntnisse hier raushaue, wenn ich jetzt zu viel mache. Na, war aber logisch gerade noch. Also ich sehe das Problem, dass wenn du quasi durch deine Hitze das Wasser in quasi ja Wasserdampf umwandelst, du letzten Endes ja ihre Welle auflöst. Dann mache ich das vorne. Dann haben wir weniger Resistenz. Weniger Resistenz, okay. Das klappt bestimmt. Dann fliegen wir so. Kann ich hören. Du gehst nach vorne, hängst dich über die Reling und fängst an, Feuer auf das Wasser zu halten und zu versuchen, das Wasser wegzuverdampfen. Vor dir entsteht dann so eine Nebelwand die ganze Zeit aus dem Wasserdampf, das davon weg ist. Während du hinten das Wasser weiter eine dauerhafte Welle erzeugen lässt, das Boot weiter voran und dann direkt von der Insel wegträgt. Und langsam wird die Insel hinter euch kleiner, verschwindet langsam in Richtung Horizont und dann hinter dem Horizont. Kein anderes Schiff ist zu sehen gewesen. Ihr stellt auch nicht fest, dass die Verfolgung aufgenommen wurde. Navigation bekommt ihr hin, mit Hilfe der Sterne und Himmelsrichtung. Ihr lenkt das Schiff, ich fühle mich sonst so nutzlos. Und es dauert einige Tage, wie schon auf der Hinfahrt, bevor ihr den Hafen von Funhai erreicht, wo ihr die Sachen übergebt. Was aus den Piraten genau geworden ist, ihr habt sie in einem Zustand des Chaos zurückgelassen, sodass in diesem Moment nicht klar ist, wann oder wie und wie effizient sie weiter die Küste terrorisieren können. Sie können sich schnell gefangen haben, vielleicht hat Ninka die Widerstände jetzt dann alle endgültig unterjocht und vielleicht sogar eine vereintere Flotte ohne Kapitäne geschaffen. Vielleicht hat aber auch der Drang nach Unabhängigkeit der anderen Kapitäne dazu geführt, dass sie sich für den Moment zusammengetan hat, bevor Ninka jetzt weiter die Macht konsolidiert. Ihr wisst es nicht. Die Zustände sind euch nicht klar. Ihr habt nicht mitbekommen, was Mosi getan hat, als er in der Situation eingetroffen hat. Oder wie sich die Vielzahl an anderen Besatzungen grundsätzlich vielleicht verhalten hat, wenn es darum ging, sich für eine Seite zu entscheiden. Die zurückgebrachten Waren dürften reichen, dass Funhai nicht damit rechnen muss, zerstört zu werden. Aber es ist natürlich so, dass ein gutes Viertel fehlt. Sie haben versucht, notgedrungen etwas nachzuholen, aber die Bewohner der Siedlung und des Ortes werden noch einiges dazu packen müssen. Und die Gefahr ist natürlich trotzdem groß, dass der Gouverneur der Feuernation, der bald, und ihr seid wirklich gerade noch rechtzeitig eingetroffen, mit ihm ist in den nächsten ein, zwei Tagen zu rechnen, mit einer ganzen Kohorte, dass er nicht zufrieden sein wird. Das heißt, Funhai wird aus der Sache wahrscheinlich nicht ganz unbestartet hervorgehen, aber zumindest sollten keine Menschenleben in Gefahr sein. Wir sind jetzt gut darin, Rebellion zu starten. Ich Muffel denke. Stürzt sich auf so. Euch und schlägt einmal so drüber. Und das schließt das Abenteuer an der Stelle ab, aber wir werden jetzt uns noch einmal am Ende dieses Abenteuers, dieser Session, ihr dürftet jetzt für die Zukunft natürlich das nächste Mal, wenn es weitergehen würde, diesen Charakteren alles löschen, die Erschöpfung alles zurücksetzen. Wir gucken uns die Wachstumsfragen noch einmal an, die jetzt zu beantworten sind. Wir fangen mit den allgemeinen Wachstumsfragen an. Habt ihr etwas Faszinierendes, Aufregendes oder Kompliziertes über die Welt gelernt? Das glaube ich nicht. Habt ihr eine gefährliche Bedrohung abgewendet oder ein Problem des Gemeinwesens gelöst?
Ich glaube ja. Oder verschlimmbessert? Jeder von euch darf ein Wachstumskreuz machen. Yay. Verschlimmbessert ist vielleicht eine ganz gute. Ja, das heißt, ich habe jetzt 4. Jetzt kann ich auch was machen. Ihr dürft jetzt was aussuchen, was ihr freischalten würdet. Zum Beispiel wäre es jetzt möglich, den Moment des Gleichgewichts freizuschalten, den man nicht von Anfang an hat. Ach hier, was macht das? Das ist das, wo man einmal seine mächtigste Eigenschaft einsetzen kann. In dem Fall von, wo ist denn bei euch hier der? Das ist bei euch, der Moment des Gleichgewichts steht hier auf der zweiten Seite. In der Regel etwas, wo ihr entscheidet, wie eine Situation läuft, ohne Würfelwurf, mit einem sehr großen Einfluss, der aber je nach Rollenbuch thematisch etwas anders ausgerichtet ist. Zum Beispiel, wie wäre es bei dir, wenn du es freischalten würdest, bei der Eisernen? Genau, ich lese es jetzt einfach mal vor. Genau. Du bist in einem Kernelement deiner Überzeugung treu geblieben, während du dir die Hände schmutzig gemacht hast, um zu tun, was du für notwendig hieltest. Aber Gleichgewicht bedeutet zu akzeptieren, dass andere Menschen genauso komplexe Wesen sind wie du und nicht nur Hindernisse oder Schachfiguren. Schildere der Spielleitung, wie du ein hartnäckiges Problem löst oder einen schrecklichen Konflikt beilegst, indem du dich gefährlichen Personen auf menschlicher Ebene näherst. Das wäre zum Beispiel auch sowas. Bei dir wäre es so, dass du das Team einmal anleitest, indem du die richtigen Worte findest. Und es ist wirklich so, dass dann der Spieler, der sagt, ich setze jetzt diesen Moment ein, das kann man maximal 2-mal in der Gesamtkarriere des Charakters tun, weil man das 2-mal freischalten kann. Man bestimmt in dem Moment, wie diese Szene weiterläuft. Man übernimmt im Prinzip die Spielleitung. Man darf sich nur nicht zu sehr natürlich den anderen Charakteren vorschreiben, was sie tun, aber man in vielleicht auch ein bisschen Zusammenkollaboration entscheidet man, wie die Situation ausgeht und löst einen kompletten Konflikt aus. Hättest du einen Moment des Gleichgewichts zur Hand gehabt und wärst nicht ganz alleine gewesen, wäre es eine Möglichkeit gewesen, damit sozusagen das Duell zu beenden. Pur dadurch, dass du beschreibst, wie du das tust. Oh, das, nur als ist cool, Beispiel. Das ist cool. So, also, das war aber die erste Wachstumsfrage. Ja. Dann bist du ja die zweite. Die zweite, genau. Hast du einen Charakter zum Gleichgewicht hingeführt oder beendest du die Spielsitzung auf deiner Mitte? Nein. Das dürfte bei keinem von euch der Fall sein. Doch, du bist doch in der Mitte. Ich habe schon verschoben. Ach so. Ah ja. Dann habt ihr alle noch eure einzigartigen Fragen. Wir fangen mal bei Kenshin an. Hast du einem Teammitglied geholfen, einen bedeutsamen Erfolg bei seinem Problem zu erzielen oder hast du die Gruppe einen bedeutenden gemeinsamen Erfolg geführt? Ja. Wir waren am Ende ja mäßig gut. Ihr habt es schon, also ich würde es als erfolgreich deklarieren. Kein A+, aber bestimmten Schaden abgewehrt. Und wer weiß, also das Piratenproblem könnt ihr potenziell auch verschärft haben. Das weiß ich nicht. Oder deutlich verbessern. Oder deutlich verbessern. Oder so das Gleiche. Schrödingers Piraten. Schrödingers Piraten, bis jemand nachguckt, ja. So. Das ist also ein Ja. Was ist bei Min? Erstmal musstest du was ganz durchstreichen oder nur unterstreichen? Eins unterstreichen und eins durchstreichen. Was hast du denn? Mit welchen Traditionen hast du denn alles gebrochen jetzt? Ich habe erst gebrochen mit niemals jemanden wissen oder die Wahrheit verweigern. Ja. Das streiche ich jetzt komplett durch. Ja. Warte, ich gucke gerade ganz kurz. Genau, und dann rutsche ich Richtung Freiheit. Und dann unterstreiche ich niemals aus einem Kampf fliehen. Ja. Niemals aus einem Kampf fliehen wird unterstrichen. Und niemals eine ernst gemeinte Bitte um Hilfe verweigern, ist noch unangetastet, ne? Ja. So, das sind deine 3 Verbote. Und bei deinen Verantwortungen, wie sieht's bei denen gerade aus? Ich habe Tyrannen stürzen, den Unterdrückten Hilfe und Beistand leisten, ne? Ja. Die Natur vor Gefahren und Zerstörung schützen. Okay, dann ist deine Wachstumsfrage ja, hast du eine Verantwortung eingehalten? Und das ist in dem Fall auch ein Ja. Denn du hast den Unterdrückten Hilfe und Beistand geleistet. Und dann darf ich sogar noch mal einmal Richtung Rolle. Das heißt, ich bin nicht ganz am Rand. So, genau. Und dann, genau, in Richtung Rolle und lösche einen Zustand. Ja, man sieht auch, Spielsitzung bedeutet nicht automatisch alles löschen. Das passiert beim Wechseln von Szenen. Das wird jetzt aber auch passieren. Das heißt tatsächlich, dass das jetzt gerade gar nicht so wichtig ist, weil wir danach euch zurückversetzen würden auf die Mitte. Jetzt seid ihr habt ja alle 4 erreicht jetzt dadurch mit diesen Fragen und mit vorherigen Wachstumsfragen. Was würdet ihr denn bei euren jeweiligen Charakteren jetzt freischalten? Also ich kann auch noch sagen, dass ich meine spezifische Wachstumsfrage nicht mit Ja beantwortet hätte. Stimmt, ja, ich war ganz Entschuldigung. Ja, ist gut. Welche ist es? Ich suche halt immer nicht nach Unterstützung oder Rat anderer. Ich lasse die mir nur mal angedeihen. Deshalb bin ich nicht so aktiv hinterher. Deshalb. Stimmt. Naja. Okay. Aber du hast trotzdem genug? Ja. Dann fangen wir einfach jetzt mal an, umgekehrt bei dir an. Was würdest du als Wachstumsentwicklung bei dir freischalten jetzt? Du kannst doch die Option durchaus dabei vorlesen, wenn du überlegst. Ich finde es ja auch immer irgendwie einfach nett, wobei ja hier leider
nicht so häufig gewürfelt wird. Ich muss mich an diese Freiheit irgendwie noch gewöhnen. Gerade gefällt mir sowas häufig würfeln lassen, Konkreteres, so wie D&D, dann doch irgendwie... Es fühlt sich sowieso gewohnter an. Deshalb habe ich kurz überlegt, ob ich nicht einfach erhöhe einen Spielwert um plus eins. Genau, das kannst so du zweimal als klassisches machen würde irgendwie. Ja, das kann ich auch einmal machen. Das kannst du sogar häufiger machen. Das ist gar keine Kiste. Ich glaube, das kann man so oft machen, wie es geht. Man kann bloß einen Skill maximal um plus zwei erhöhen. Stimmt, ja. Also auf plus zwei setzen, ja. Ja, also jetzt eignen wir einen neuen Zug aus meinem Rollenbuch an. Müsst ihr selbst auch nochmal gucken, was das ist. Das wären die hier vorne, ne? Das sind diese Spezialzüge. Jeder hat ja Spezialzüge. Die man freischalten kann. Man kann nicht alle freischalten im Laufe der Zeit, maximal zwei andere. Ne? Sowas wie, ich weiß, wie du tickst, hättest du, oder keine Zeit für Gefühle. Oder ich hasse dich nicht. Wirkt sich auf deine Rat- und Trostspenden aus, ne? Ich habe von dir leider keinen zweiten Zettel, um das nachzugucken. Also, was möchtest du tun? Was möchtest du entwickeln? Wenn du sagst, einen Zug, kannst du ja das erstmal ankreuzen, dann überlegen, wir machen inzwischen weiter. Ja, ich glaube, ich allein, weil ich den Titel cool finde. Ich hasse dich nicht. Okay, was macht dich, hasse dich nicht? Da kann ich bei Rat und Trost spenden mit Leidenschaft statt mit Harmonie würfeln. Oh, und deine Leidenschaft ist... 2 und die Harmonie ist minus 1. Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. So, und was machst du mit deinem Freischalten? Ich würde gerne meine Leidenschaft um 1 erhöhen. Die ist jetzt gerade noch auf 0 und für Kämpfe braucht man meistens Leidenschaften. Das ist doch irgendwie unpraktisch, da auf 1 zu setzen. Alles klar, dann erhöhst du deine Leidenschaft um 1. Jeder von euch kann auch einen bestimmten Wert auf plus 3 setzen, wenn er will. Ne? Das gibt's auch. Und was macht Kenshi? Ich habe meinen Moment des Gleichgewichts freigeschaltet, weil ich die Idee irgendwie cool finde, den mal einzusetzen. Sehr gut. Ja, und dann wäre es jetzt so, dass in einem weiteren Abenteuer, einer weiteren Episode, die Geschichten, also ne, die große Geschichte dieser Gruppe weitergehen könnte. Das wird aber wahrscheinlich nicht vor der Kamera passieren. Mal gucken, wie die Resonanz auf das Video ist, aber wir werden sehen, was passiert. Vielleicht hört ihr davon nochmal was. Auf jeden Fall alle, die das bis hierhin geschaut haben, vielen Dank. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß dabei hattet. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich hatte zumindest sehr viel Spaß. Und dass es euch auch geholfen hat, ein bisschen was über dieses System zu verinnerlichen, zu sehen, wie man das tatsächlich in der Praxis machen kann. Wir selbst haben es sozusagen auch zum ersten Mal gespielt, hatten davon sozusagen nur das Anfangsabenteuer aus dem Kampagnenbuch selber gespielt in zwei Sitzungen, waren also auch alle Anfänger. Das war also sehr realistisch, nehme ich mal an. Und ja, das soll eigentlich auch schon reichen. Damit verabschieden sich Naimi, Min und Kenshin und natürlich ich als Erzähler ein bisschen von euch. Und ja, lasst euch nicht von Piraten wegfangen. Passiert hoffentlich nicht so häufig. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, schönen Tag euch und tschüss. Ciao. Tschüss.